Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Episode 174, lieber Defner, und eigentlich müssten wir heißen Baerbock und Laschet. Also wenn du das Duell oder das Triell am Wochenende gesehen hast. Da war noch so ein kleiner Schlumpf dabei. Das stimmt. Ja. Also wenn du das gesehen hast, waren das ja wirklich unsere Diskussion. Ja. FCKW sagte ja. Sie, er sagt, der Daimler kann doch auch so irgendwie ohne Verbot auf Elektro umstellen. Und das ich glaube, die haben unseren Podcast innovativ. Gehört, unseren Podcast zu vorbereiten. Die Freundin sagt ja auch, FCKW-Verbot, das hast du doch gesagt, ja? Das hat sie von dir geklaut. Ja? Auf jeden Fall. Das hat nur bestimmt. Die Idee hatte nur der Defner. Da bin ich mir relativ sicher. Und die Idee, dass Daimler auch ohne Verbot auf Elektro umschwenken kann, die musste Laschet von mir haben. Auf jeden Fall, dieses Triell, das letzte, ja, schwierige Sache. Also was ich ja wirklich... Naja, ich habe ja die beiden Vorgänger-Trielle gesehen. Ich fand, es war noch das Beste von allen dreien, okay. Muss ich sagen. Ja, okay, vielleicht die Moderatorinnen hätten ein bisschen härter anfassen können, vor allem auch die linke Fraktion, würde ich mal sagen, Rot und Grün, da waren sie netter als zu Herrn Laschet, muss man sagen. Aber ansonsten vom ganzen Aufbau her und war viel flüssiger und lebendiger. Also das war schon das Beste. Mit Claudia von Brauchitsch, unserer ehemaligen Kollegin hier bei Weltfernsehen in den Zeiten, als wir noch N24... Ihr Ex-Ehemann hat die gearbeitet, meiner Frau zusammen, damals auch Cash und Service, ja, Malte von Brauchitsch. Ja, Malte von Brauchitsch war bei mir in meiner Wirtschaftsredaktion. Ja, ja. Siehst du, da gab es diese wunderbare Sendung Cash und Service noch. Genau. Ja, die alten Zeiten bei N24, genau, so die Älteren. Aber nicht zu viel Rückblick. Aber was ich frustrierend fand an diesem Ganzen, also die ganzen Geschichte, ist, man hat ja wirklich das Gefühl, und ich habe zum ersten Mal seit langer Zeit wieder Fernsehen geguckt, vorher hatte ich noch bei RTL dieses wunderbare Am Tisch mit Armin Laschet gesehen, dann gab es das normale Volk, sollte am Tisch sitzen. Und was ich faszinierend finde, dass mittlerweile diese Deutschen die Idee haben, der Staat muss alles wenden und richten, Eigenverantwortung, nee, das ist bitte nicht mein Ding, sondern der Staat ist dafür verantwortlich. Im Zweifelsfall muss ich auch mit Hartz IV in München gut leben können. Ja, das kam ja so auch vor allem in den Fragestellungen und in den Einspielern. Ja, das war schon alles so in diese Richtung. Und da muss man halt sagen, da hat es einer wirklich schwer, wenn er gegen zwei linke Positionen da ankämpfen muss. Der arme Laschet hat einem wirklich leid getan, weil er musste wirklich so aufpassen, dass er da nichts Falsches sagt. Und die anderen Punkten da natürlich beim breiten Volk, so nach dem Motto. Aber man muss halt einfach immer wieder zusagen, auch wenn es schwerfällt, all das Geld, das verteilt wird, muss auch erarbeitet werden. Genau, und das ist am Anfang der Geschichte. Ich würde ja auch sagen, soziale Marktwirtschaft ist, erst wird es verdient und dann kommt der Staat und kann gucken, dass er das Ergebnis nochmal sozial verträglich gestaltet. Dieses Denken geht einfach ein bisschen sehr in diese Richtung, so nach dem Motto, Manna fällt vom Himmel und wir müssen einfach nur noch gucken, wie wir es verteilen, auch in Sachen Mindestlohn und so weiter. Gut, 12 Euro ist sicherlich in vielen Bereichen wird er sowieso bezahlt, in vielen Branchen. Und Laschet hat sich da ja auch abgemüht, um immer darauf hinzuweisen, dass es Tarifpartner sind, die diese Löhne verteilen sollten. Weil wenn man einfach mal anfängt, das politisch festzulegen, dann kommst du einfach in Teufelsküche. Und beim nächsten Wahlkampf gibt es dann wieder ein Wettpokern. Und dann kommt die Linke und sagt, jetzt 25 Euro, wer bietet mehr? Und wir müssen hier nur noch Freibier für alle verteilen. Und man wird gewählt. Und so funktioniert einfach wirklich eine freie Marktwirtschaft nicht. Und vor allem nicht eine soziale Marktwirtschaft, sondern es geht wirklich um Fördern und Fordern. Es geht vor allem auch Arbeit zu schaffen und das ist nichts Sozialeres als Arbeitsplätze zu schaffen und das alles könnte dabei ein bisschen vor die Hunde gehen. Aber wir wollen ja noch aber politisch... Wer das gesehen hat, ich muss noch mal einmal, muss ich noch mal meine Wutrede hier führen. Also wer das gesehen hat, könnte ja wirklich davon denken, dass Deutschland ein Land von Sozialleistungsempfängern ist und es einfach nur noch darum geht, dass das Geld, was irgendwo gedruckt oder irgendwie vom Himmel kommt, verteilt werden muss, clever. Und das ist nicht so. Und ich habe gestern eine Geschichte geschrieben über, wie der Economist Deutschland sieht. Und die haben geschrieben, das ist wirklich, was die wirklich erstaunt hat, dass Merkel ein Land verlassen wird, das mit sich selbst so zufrieden ist wie nie zuvor seit Gründung der Republik im Jahr 1949. Eine Selbstzufriedenheit, die hier herrscht und eine, wir können uns mit uns selbst beschäftigen, wir können selbst gucken. Nee, Leute, ihr seid aber für die Zukunft schlecht vorbereitet. Ich verstehe echt nicht, dieses Phänomen, und das haben wir damals ja schon in der Merkel-Diskussion gehabt, dass sie es nicht geschafft hat, das Land
darauf vorzubereiten, was möglicherweise auf das Land zukommt. Nicht nur was Klima anbetrifft, sondern auch was Digitalisierung, was Wettbewerb, was sonst was anbetrifft. Und ich bin mal gespannt, wie jetzt jemand, der jetzt neu kommt, die neue Regierung, diese Zumutung, die wir ja bei Merkel gelernt haben, die es nicht gibt, dann dem Volk irgendwie beizubringen. Also ich kann mir es nicht vorstellen. Also das Klima ist nicht für Zumutungen gemacht, sondern das Klima ist eher so, ach, ein bisschen mehr hier starten, ein bisschen mehr dort, ein bisschen hier mehr wohlfühlen und ein bisschen da mehr. Du meinst das generelle Klima, aber die Klimapolitik wird natürlich Zumutungen erfordern. Und das, glaube ich, da sind aber auch die Grünen die Ersten, die das auch aussprechen und laut aussprechen. Da haben sich die anderen beiden ja auch wieder weggedrückt und weggeduckt. Und aber in der Tat, es war eine goldene Ära, die Deutschland hinter sich hat, 10 Jahre. Hat der deutsche Bankchef schön beim Weltwirtschaftsgipfel letzte Woche eine Rede gehalten, die Welt jetzt abgedruckt hat, von Christian Sewing, diese Rede. Und die ist wirklich sehr wegweisend. Auch als Weichenstellung für diese Wahlen sollte man sich unbedingt noch mal durchlesen. Der hat auch gute Punkte entworfen. Wir brauchen mehr Mut. Genau, wie man irgendwie auch, aber durchaus natürlich auch in Richtung Nachhaltigkeit sagt er, das kann alles auch vor allem von privaten Investoren gestemmt werden, aber wir brauchen natürlich die Bedingungen dazu und auch sehr europäisch denken. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil er sagt, wir brauchen einfach auch eine Kapitalmarktunion in Europa, wir brauchen ein starkes Europa. Also sehr, sehr wegweisende Rede nach vorne. Der Mann, der hat politisches Talent, würde ich mal sagen, ja. Saving for President oder for nächster Bundeskanzler. Aber wir wollen ja heute so unsere Wahlwetten mal machen. Wollen wir sagen, was wir so denken, was passiert? Und vielleicht wollen wir eine Wahlempfehlung abgeben oder wollen wir das nicht? Ja, wir diskutieren es dann mal, würde ich wir sagen. Wir diskutieren das, also, das werden wir dann feststellen. Aber jeder, der was von sich hält, gibt eine Wahlempfehlung ab. Ja, dann geben wir doch. Vielleicht, ja, wer uns jetzt häufiger gehört, weiß ja, in welche Richtung es wahrscheinlich geht. Ne? Also, und aber vielleicht werde ich ja für den Hobbit stimmen. Für den Hobbit, den Laschet, der sieht wirklich aus wie ein Hobbit, haben wir gerade festgestellt. Und der Scholz der immer. Der kennt ja auch immer so rum, so das Schlumpfige, immer so immer so die Zunge raus. Während so. Bodo Beutlin. Der hat auch nie seine Gesichtszüge unter Kontrolle. Also du sahst das ja auch bei dem. Und deswegen wirkt er natürlich nicht so staatstragend wie der Scholz, der da steht. Das ist wie so ein. Da kann jeder kommen und dann sagt er, ja, schön, dass Sie die Frage gestellt haben, prima. Also der ist da wirklich, und der Laschet, dem entglitten auch häufiger mal die Gesichtszüge. Auch die Redezeit, ja, das hat er auch nicht so ganz im Griff gehabt, ja, immer ein bisschen überzogen. Ja, aber das kann ich ja verstehen, wenn du aber zwei hast, gegen die du anreden natürlich musst und noch gegen das Moderatorinnen-Team ja also auch ich meine, noch, so, dann, man muss sagen, so kann es nicht weitergehen mit diesem Triell, dass dann wirklich sozusagen ein Lager dann eine Zweidrittelmehrheit hat von Sendezeit, 3 Trielle zur besten Sendezeit, da muss wieder eine andere Regelung her, dass man entweder sagt, die 2 führen weil das nächste Mal haben ja dann wahrscheinlich alle einen Bundeskanzlerkandidaten, die AfD und die Linke auch, dass sie damit sie alle schön in die großen Sendungen kommen am Sonntag. Stell dir vor, der Malermeister bei so einem Triell, Dortine, Kruppalla, und da muss er ein Gedicht aufsagen und dann, das war einfach die beste Szene aus diesem Wahlkampf, ja. Komm. Also wo der Logo-Reporter, der Kinderreporter den AfD-Spitzenkandidat fragt, ja, erst herumtönt, ja, jeder hat es wahrscheinlich gesehen, ne? Wir brauchen mehr Gedichte in den Schulen, ja, deutsche Gedichte, die auswendig gelernt werden. Und dann, was hat er erzählt? Und dann hast du es nicht gesehen. Nein, musst du dir anschauen, diesen Clip, das Beste, ja, er vor der großen Preis, wir brauchen mehr deutsche Klassiker in dem Unterricht, die Kinder wissen wieder mehr Lyrik. Gedichte lernen und dann fragt der Kinderreporter, was ist denn eigentlich Ihr Lieblingsgedicht? Geil. Ein deutsches Gedicht. Und ihm fällt halt keins ein. Er gatzt rum, habe ich jetzt keins parat. Musst du dir anschauen, gibt's überall bei YouTube. ZDF, Logo, Kinderreporter. Deswegen will er ja wahrscheinlich, dass es mehr Gedichte in der Schule gibt. Ja. Aber hat sich das wahre Gesicht der AfD gezeigt. Ja, immer schön. Ja, ja. Also das war entlarvend. Entlarvend. Ja. Ja. Dann haben wir schon das Thema. Also haben wir schon ein bisschen Politik am Anfang, aber es wird jetzt einfach eine Woche vor der Bundestagswahl heute ein bisschen politisch bei uns. Aber wir nächste Woche wahrscheinlich auch nochmal. Ja, wahrscheinlich, bis wir dann eine Regierung haben. Und das kann lange dauern. Das ist dann wie so die Corona-Krise, haben wir dann lauter so Sondergeschichten. Genau. Habe ich ja neu schon gesagt. Also das kann gut passieren, dass dann die Merkel doch noch die längste Kohl noch überholt bis Mitte Dezember, dass sie das noch schafft, weil bis dahin noch keine Regierung steht, weil noch so viele Optionsmöglichkeiten
Koalitionsoptionen offen sind, die dann alle ausdiskutiert und ausgekartelt werden wollen. Ausgekartelt. Aber ansonsten an den Märkten geht es ja auch turbulent zu an diesem Montag. Fett. Der DAX, ja, eigentlich hat es ja ein Voll. Mit seiner DAX-Renne mal wieder im Rennen. Und zwar der DAX war bei 15.019 Punkten und da war ich mit meinen 14.500 zum Jahresende, war näher dran als der Defner mit seinen 16.000. Ich dachte so, ja, inzwischen hat sich das schon wieder ein bisschen umgedreht, weil natürlich der Buy the Dipper, der kommt dann wieder und sagt, das ist Einstiegschance. Und da, daran merkt man, dass die grundlegende Stimmung immer noch wirklich sehr bullish ist und da wirklich nichts kaputt macht. Es gibt natürlich mal, man sucht mal einen Grund dafür, was zu verkaufen, Gewinne mitzunehmen und so weiter. Aber grundsätzlich, immer wenn es runtergeht, kommen die Leute und sagen, da muss ich einsteigen. Hat schon ganz schön gerumpelt. Ja, ne? Das fühlte sich schon wie so ein kleiner September-Crash an. Ja, das fühlte sich schon so, ne? Wenn es draußen so kühl ist. Bei 3% sagst du September-Crash? Ja, aber da merkst du schon, wie du auch versaut bist. Wir sind nach oben, sind wir gewohnt, geht's immer. Und wenn es mal 3% runtergeht, nach oben, genau. Aber es geht halt nicht in diesen Sprüngen nach oben. Es geht immer schneller nach unten als nach oben. Ganz schön kräftig im Karton hier. Wir haben eine neue Kollegin, die uns heute pegelt. Maria, 26 Jahre alt und schon große Börsianerin, ja. Hat uns gerade erzählt hier gleich zur Vorstellung. Ach ja, ich habe gestern früh erstmal die Deutsche Bank geschortet. Oh, wow. Ein echter Profi. An deren Spitze ja der Politiker steht, wie du uns hier gesagt hast, der Seewing. Genau. Du erzählst, das ist der tollste Mann. Naja, die Deutsche Bank kam gestern vor allem natürlich wegen China unter die Räder, weil jetzt eben Banken insgesamt. Evergrande oder wie auch immer man sie ausspricht, ja, der große Immobilienkonzern wankt und jetzt natürlich die Angst groß ist, dass das so ein Lehman-Moment werden könnte in China, der dann darüber hinaus die Weltwirtschaft möglicherweise anstecken könnte. Und das ist die ganz große Sorge, die jetzt an den Märkten gespielt wird. Und eigentlich war ja Evergrande jetzt schon die letzten Tage, letzte Woche dann auch immer wieder ein Thema und plötzlich kam es jetzt auch am deutschen Aktienmarkt an. Ja, auch an der Wall Street. Das auch an der Wall Street, ja auch nicht. Genau, also aber es kam jetzt so ein bisschen mit. Es ging ja im Sommer los. Im Sommer ist es ja wieder ein Regulierungsfall. Muss ja die chinesische Regierung, auch das wieder eine der Regulierungsopfer. Irgendwann kam die chinesische Regierung und sagte ja, uns sind die Immobilienpreise zu hoch, uns ist alles zu aufgehitzt und der Leverage, mit dem die ganzen Immobilienentwickler vor allen Dingen operieren, der ist uns zu hoch. Und dann kamen sie einfach und haben gesagt, wir haben so 3 rote Linien und haben den Immobilienentwicklern vorgegeben, welche Verschuldungsmaße sie haben dürfen. Und dann stellte der Evergrande-Mann fest, das passt nicht so wirklich mit unserer Verschuldung. Und jetzt hättest du machen können, entweder du gehst hin, holst neues Geld, ist schwierig. Du kannst natürlich versuchen, was die immer versucht haben, über neue Wohnungsbau schon mal vor Abzahlungen von Leuten sich zu finanzieren, aber funktioniert auch nicht richtig. Und dann mussten sie halt Teile ihres Immobilienbestands verkaufen. Und wenn du einmal verkaufen musst und die Leute sehen, dass du verkaufst, dann gingen halt die Preise, die sie dafür bekommen haben, immer weiter runter. Und dann hatten sie halt so eine Abwärtsspirale. Und jetzt stehen sie halt da und haben nicht genug eingenommen, haben also die Liquiditätsmaßnahmen nicht, sind ganz kurzfristig finanziert, nur 80% bis 2023. Insgesamt 300 Milliarden Dollar Schulden. Und das sind sie bis aber kurzfristig. Die müssen das bis nächstes Jahr ranschaffen. Haben die nächsten Zinszahlungen diese Woche, die können sie wahrscheinlich nicht stemmen. Ja. Genau, richtig fette Zinszahlung. Und was machst du jetzt? Und da wird es wahrscheinlich so passieren, wenn man sich die Anleihen anguckt, die sind ja heute gefallen auf 25% ihres Nennwerts, da ist schon eine Restrukturierung eingepreist. Also keine disorderly, also keine irgendwie, dass es so bumm geht, sondern schon, dass sie mit den Gläubigern zusammenkommen und dann sagen, hört mal, wir können nicht mehr zahlen und wie können wir uns da einigen? Und dann wird man wahrscheinlich sagen, okay, ein Abschlag von, weiß ich nicht, 70% oder so, das ist dann meistens so. Ja. Und da die Leute nicht genau wissen, ist es 70 oder 75, notieren die Dinge halt jetzt bei 25 ihres Nennwerts. Und das ist wahrscheinlich das Szenario. Und dann ist natürlich die Frage, wer blutet davon? Und jetzt gibt es natürlich ein paar chinesische Banken, die haben aber schon mal Rückstellungen gebildet und die chinesische Notenbank hat schon mal Liquidität gepumpt. Dann gibt es ein paar Asset-Verwalter in Europa auch, beispielsweise Union Investment ist dabei oder BlackRock ist dabei, die haben halt in ihren Emerging Market Fonds, haben die auch Anleihen drin, da sind die natürlich auch drin, aber da ist es natürlich auch schon, da stehen die ja schon zu 25% drin, insofern ist auch da nicht mehr das Risiko groß und das einzige Problem, was ich sehen würde, wäre, wenn das übergreifen würde insgesamt und dann die Welt sagt, oh, die chinesischen Unternehmen sind ja mit 160%, die sind verschuldet so hoch wie 160% des Bruttoinlandsprodukts. In Amerika ist nur die Hälfte, in Deutschland ist es auch wesentlich niedriger, dass dann insgesamt so ein bisschen Leverage in Verruf kommt und alle so ein bisschen sich deleveragen müssen. Oder aber, dass die Chinesen irgendwie der Immobilienmarkt nicht mehr richtig läuft, die weniger konsumieren und dass du dann weniger Konjunkturanstieg hast und
über diesen Kanal. Also ich glaube auch eher, dass es wird nicht genau wie Lehman Brothers, weil jetzt nicht diese Papiere weltweit bei allen Banken verteilt sind und vor allem so toxisch keiner weiß, wo irgendwas liegt. Das war ja eigentlich bei Lehman alle das große Problem, dass diese Schulden der amerikanischen Anleger und Immobilienbesitzer so quasi überall verpackt waren und wie solche Bomben überall rumlagen und keiner wusste, was er da jetzt im Portfolio hat. Deswegen war ja diese weltweite Ansteckungsgefahr damals so groß und nicht nur Gefahr, sondern die Ansteckung. Das ist sicherlich anders. Aber ich glaube auch, dass es eher wahrscheinlich weniger vom Finanzmarkt kommt, das Beben dann, sondern eher vielleicht einfach ein bisschen konjunkturelle Bremsspuren hinterlässt, weil in China werden schon viele betroffen sein. Es sind viele Anleger, die da teilweise Immobilien angezahlt haben, die auch in den Produkten da investiert sind, die Geld verlieren und dieses Geld dann natürlich nicht ausgeben können oder nicht in ein neues Auto oder was auch immer stecken können. Deswegen wird es da sicherlich dann schon ein paar konjunkturelle Bremsspuren geben. Das ist ja die Frage, wie weit würde es dann den Westen und die Weltwirtschaft insgesamt anstecken. Auf der anderen Seite, ich glaube nicht, dass die Chinesen jetzt das Unternehmen retten und den quasi Immobilienspekulanten da retten. Das würde ihnen momentan komplett widersprechen. Aber dass sie halt versuchen, die Folgen dann einigermaßen aufzufangen, auch über Zentralbankinterventionen, dass sie schon versuchen, irgendwie da zu stabilisieren, da haben sie sicherlich Möglichkeiten. Aber insgesamt wollen sie sicherlich auch wieder weiterhin etwas Luft aus dem Immobilienmarkt, der natürlich heiß gelaufen ist, lassen. Also aber das heißt auch, dass du weniger Wachstum hinnimmst. Also wenn du so regulierst, und das ist ja eine Folge der Regulierung, dann, weil du mehr Gleichheit haben willst, weil du weniger Immobilienpreis-Hosse haben willst, dann heißt das gleichzeitig, dass du weniger Wachstum hast. Und bisher war ja immer die Devise, China muss mit 6% plus wachsen. Das war ja bisher immer der Plan. Und das könnte auf 5% schrumpfen. Und jetzt haben wir als Deutsche, China ist der zweitwichtigste Exportmarkt. Also für Deutschland ist das jetzt nicht so richtig geil, sagen wir es mal so. Also was ich immer mehr angucken würde, ist der Rohstoffmarkt. Also wenn man sich Aluminiumpreise oder Kupferpreise anguckt, der läuft immer, da sieht man immer sehr schön, ob das jetzt ein konjunkturelles Problem in China gibt, weil natürlich die Chinesen, einer der Hauptverbraucher von diesen Rohstoffen, natürlich die ganze grüne Transformation verbraucht auch viel Kupfer, haben wir ja schon drüber gesprochen. Aber eben auch der Bau. Und wenn der Immobilienmarkt abgebremst wird, also den Immobilienmarkt, der ist ja direkt betroffen, den wird sicherlich treffen. Und so bremsen, ist es. Ne? Das wie ist doll, ganz das klar. Und das sind aber wie doll? Wird es einen Zusammenbruch geben? Ich glaube, ein Zusammenbruch des ganzen Immobilienmarkt, das wird man vermeiden, aber da wird schon Bremsspuren geben, da wird es auch Preiskorrekturen und dergleichen geben. Ich glaube, das wird dann auch möglicherweise längere Zeit dauern, bis dann die Verwerfungen da vorbei sind. Aber die Frage ist, wie ansteckend wird es? Und ich meine, es kommt halt zusammen mit diesen anderen, mit dieser wahnsinnigen Regulierungswelle, die Chinesen losgetreten haben, die jetzt komplett natürlich die chinesischen Aktienmärkte dann, wenn zwei solche Mega-Events dann zusammentreffen, zwei so schwarze Schwäne, der eine natürlich gesteuert und der andere auch indirekt gesteuert, dann ist das natürlich schon ein Problem für den chinesischen Aktienmarkt. Hier Mohamed Al-Arian, Allianz-Chefberater, hat bei CNBC gesagt, so die Evergrande-Krise und die jüngsten Regulierungsmaßnahmen, die sind natürlich für viele jetzt nähern die Annahme, dass China ein Markt sei, in dem man getrost investieren könne, stellen die auf den Prüfstand diese Annahme. Mhm. Ja, also das ist schon, was jetzt immer mehr westliche Investoren sich fragen, kann man da einfach noch investieren? Auf der anderen Seite habe ich jetzt im Handelsblatt gelesen, hier den Chef von Invesco, US-Fondsgesellschaft, die zählen weiter voll auf China. Und warum sagen, wohl? Machen die da gute Geschäfte? Sie machen da gute Geschäfte, haben da 150 Milliarden unter Verwaltung, aber sind auch stark investiert. Auch gerade hier in unsere, was wir immer wieder besprochen haben, Alibaba, Tencent, Baidu und so weiter, sie sagen, Regulierung kann natürlich eine Herausforderung sein, aber wir halten diese Vorgänge für vorübergehend. Deswegen haben wir unsere Aktienbestände per Saldo gehalten. Was sollen Sie noch sagen? Ja, gut, was sie die einen sagen, so die anderen sagen. Wenn Sie da Indexfonds haben, haben Sie eh keine Handhabe darüber. Entweder ziehen die Leute die Kohle Aktive ab. Oder, ja, aber die haben nicht so viel. Wir haben diesen großen Invesco Technologie China, oder wie heißt das? Ich habe den auch. Ja, super, Technologie China und wir haben es aus China natürlich zurückgezogen. Was? Geht nicht so einfach. Also wenn du einen Technologie-China-Fonds hast, musst du ja da sein. Natürlich den nicht, aber sie sind ein Vermögensverwalter, der aktive und passive Anlagen hat und in dem aktiven Teil sind sie auch investiert. Gut, das ist eine spannende Frage. Ich will nur sagen, diese die Frage ist, ob China investierbar die sagen ist. So, da gab es sogar eine richtig große Goldman-Studie, die haben gefragt, ist China uninvestierbar? Und da gab es zwei Schulen. Die eine Schule sagt,
man will langfristig eine harmonischere Gesellschaft machen, will sich nicht von Großen abhängig machen und will halt irgendwie höhere Geburtenraten und Verringerung der Wohlstandsunterschiede und will irgendwie sich unabhängiger machen. Das wäre positiv, also man hätte ein langfristig positives Ding. Und die andere Schule, die da drin war, und da, der würde ich eher anhängen, es ist einfach ein kommunistisches Land mit einer Partei und die Parteiziele müssen erfüllt werden und dann musst du halt an jeder Stelle rumfuddeln. Und wenn du einmal anfängst zu fuddeln, das war ja immer meine Argumente, die ich hatte, dann kommst aber du nicht mehr aus dem Fuddeln konsequent raus. Konsequent hast du nicht gesagt, ich verkaufe jetzt meine China-Aktien. Ich habe nicht gesagt, ich rausgehe. Also, nein, das habe ich nicht gesagt. Also das dummerweise habe ich meine China-Aktien behalten und ich würde auch weiterhin meine China-Aktien behalten. Das ist ja die Frage letztendlich. Die Chance, oder die, ich würde jetzt nicht nochmal neu investieren, aber ich würde sagen, oder vielleicht bei einigen, die jetzt noch weiter unter die Räder kommen sind, da kann man vielleicht nochmal bei Alibaba oder sonst wie. Ich finde, wenn dann jetzt, ich meine, aber wir haben, das haben wir auch schon, ich habe es auch schon oft gesagt, ich habe schon im Frühjahr gesagt, das wäre schon günstig und seitdem ist es noch viel, viel günstiger geworden. Also von daher, aber ich glaube auch irgendwie Invesco schon diese Einschätzung, dass es irgendwann, dass es doch vorübergehend ist. Und ich glaube, offenbar wollen sie es jetzt halt durchziehen in einem großen, nicht irgendwie alle paar Jahre damit anfangen, sondern jetzt mal so eine große Regulierungswelle, wo sie irgendwie alle so ein bisschen alle Schrauben drehen und die Schmerzen auf einmal zufügen. Nächstes Jahr ist großer Parteikongress und da will hier Xi sich nochmal wieder wählen lassen. Das wäre dann übrigens auf Lebenszeit, weil normalerweise wäre seine Amtszeit vorbei nach zweimal und normal jeder vor ihm, außer jetzt mal von ganz früheren großen Führern abgesehen, haben nach zwei Amtszeiten gesagt Tschüss und er wird sich wahrscheinlich wieder wählen lassen und deswegen macht er den. Ich würde vermuten, es ist echt ein Riesenpolitikprogramm auch. Ja, sicher. Und da wäre ich mir nicht so sicher, das ob ich ja da... Das ist ja ganz erklärt, dass sie wieder ihre sozialistischen Werte da in dem... Aber man muss halt sagen, aber ihr Dings funktioniert halt einfach nicht ohne das, was sie in den letzten Jahren, wie sie geschafft haben, Wohlstand zu schaffen, die Leute hunderte von Millionen raus aus der absoluten Armut zu bringen. Das ist wunderbar. Ja. Und das können sie, dieses Blatt können sie eben einfach nicht überreizen. Sie können jetzt nicht sagen, wir kehren jetzt wieder zu den Tagen Maos zurück und führen hier wieder den knallharten Kommunismus ein. Das wird die Bevölkerung nicht mitgehen. Und da werden sie richtige Probleme aber bekommen. Aber die Frage und ist ja, ob du innovativ sein kannst. So. Mit einer Einparteienregierung. Kannst du innovativ sein mit einer Einparteienregierung, die alles unter Kontrolle haben will und die im Zweifelsfall sagt, ich fördere dies und ich fördere das? Kann der Staat derjenige sein, der sagt, oh, wir investieren mal hier oder wir investieren dort? Naja, aber, auf der anderen Seite sind sie halt in vielen Punkten viel schneller als westliche Demokratien. Ja? Bei uns wird immer noch in Gesundheitsämtern gefaxt. Die bekommen nicht voran mit der Digitalisierung. Wir brauchen in Berlin über 10 Jahre, bis wir einen Flughafen bauen. All das geht in China viel, viel schneller. Ja? Also auch der Umstieg auf Elektromobilität und so weiter und so fort. Die vielen Technologien, KI, die sie fördern und so weiter, da gehen sie voran. Und natürlich ist es dann wieder für die Technologiefirmen dann schon ein Bremsklotz, wenn da Unsicherheit aufkommt und die Investoren unsicher werden. Aber so überreizen werden sie es nicht, weil sie brauchen diese Abhängigkeit auch vom westlichen Geld, glaube ich. Dieses Wachstum können sie nicht alleine finanzieren. Deswegen müssen sie da auch wieder ein bisschen zurückschrauben. Also das ist die große Frage. Und die Systemfrage haben wir auch schon oft diskutiert. Also das ist eben nicht. Und auch, wenn man sich anschaut, welche Folgen, also sozusagen der westliche Kapitalismus, die Immobilienkrise damals bei Lehman Brothers gehabt hat, wenn man jetzt hier einen Systemvergleich gemacht hat, es war eben beileibe nicht so, dass der Markt das wunderbar alles geregelt hat. Ja? Die amerikanische Immobilienblase ist trotzdem trotz Markt unheimlich gewachsen und hat für diese weltweiten Verwerfungen gesorgt, die quasi aber wer ist am besten rausgekommen? Die Amerikaner. Glückwunsch, ja, aber würde ehrlich ich sagen. Gesagt, aber auch dank der Chinesen, die am meisten dann in weltweite Konjunkturprogramme reingebuttert haben und natürlich sind die Amerikaner auch schnell wieder raus, auch dank lockerer Notenbankpolitik und so weiter. Aber und die amerikanischen Banken und so weiter, also großes Thema, auch wieder schnell rausgekommen, aber halt unheimlich viel und die viele Leute, die damals ihre Häuser verloren haben, so ein unheimliches Leid erfahren. Also das ist jetzt, da ist schon auch vieles. Aber der Immobilienmarkt ist wieder. Der ist wieder da, aber. Der ist wieder auf aber alle viele, neuen die Höchstellen. Damals halt einfach ihre Kredite nicht bedienen konnten und zwangsversteigert wurden, die haben halt ein für alle Mal irgendwie ihr Haus verloren und haben noch mega Schulden drauf gehabt. Einfach mal The Big Short gucken, diesen Film, der gibt's ja, der ist immer sehenswert. Also, wer es jetzt noch nicht weiß, diese ganze Causa damals Immobilienmarkt und The Big Short bringt das eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt mal geguckt, wie viel Alibaba bewertet ist, wie hoch, mit einem Kursgewinnverhältnis von 16. Kursgewinnverhältnis von 16 und die machen ungefähr das gleiche Wachstum wie Amazon. Jetzt gucke ich mal, was Amazon für eine Bewertung hat und ich würde vermuten... Ich würde mal das Zehnfache, ne? Ist schon nein, ungefähr. Das Zehnfache nicht mehr. Ganz nicht so schlimm mehr? Ist es
nicht. Die haben ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 64. Okay, das ist ja richtig günstig. Es ist mal vier. Ein Schnapper. Ja. Das ist das Vierfache. Also muss ich jetzt fragen, die Systemgeschichte, ist der Abschlag groß genug? So, das wäre jetzt, wenn man Amazon und Alibaba vergleicht, sind ja ungefähr ähnliche Geschäftsmodelle. Ich meine, es wird immer diesen Risiko- und Systemabschlag bei China geben. Ja, aber nicht so groß möglicherweise. Nicht so groß mehr, aber der wird bleiben, er wird größer sein. Wir werden nie mehr zu diesen, denke ich mal, Bewertungsverhältnissen kommen, wie vor dieser großen Regulierung, weil dieses Regulierungsrisiko jetzt immer einfach mit eingepreist wird. Und da muss halt der Markt dann finden, wie groß ist dann so dieser Regulierungsabschlag, den ich da zu zahlen bereit bin. Und ich gucke nochmal, ob irgendwie eine chinesische Bude noch in den Top 10 drin ist. Ich würde vermuten, nicht mehr. Ich glaube, es ist vorbei. Ich guck mal in den 10, weil nämlich Tencent ist jetzt auch an der Kippe gewesen und dann hätte China schon mal seine Quittung bekommen. So. Wo ist Tencent? Nee, Tencent ist Platz 10. Sie sind ganz knapp vor Nvidia. Also aber das ist wirklich Haaresbreite. Also insofern. Und Alibaba ist nur noch Platz 15 weltweit. Und dann ist lange nichts. Und wenn man weiß, dass China mal 4 bis 5 Unternehmen in Top 10 hatte, weiß man, wie weit sie da schon international aber abgestiegen sind. Aber nochmal zum Invesco-Chef Flanagan, der sagt, China bietet jetzt vielleicht die größte Anlagechance unseres Lebens und sagt, die kommenden 5 Jahre, die bieten großartige Anlagechancen in chinesischen Aktien. Und du weißt auch, wer der Staatschef ist. Ist doch gut zu wissen, dass du nicht diese Wahlen immer hast. Das nervt ja auch. Wie lange haben wir über Wahlen hier gesprochen? Genau. Das nervt ja. Und wenn du mal ein paar Arbeitskräfte brauchst, kannst du sie bei den Uiguren auch irgendwie bedienen. Und wenn du mal irgendwie brauchst, mal gucken, wie du irgendwie was testen musst, hast du auch ein paar Leute. Ist super. Ich finde das groß, klar, die ist die größte Chance unseres Lebens. Ja, ganz ehrlich gesagt, ja. Aber vielleicht haben wir ja nächste Woche hier einen lupenreineren Sozialismus als in China. Wer weiß, was bei den Wahlen rauskommt. Zumindest was. Und dann würde ich jetzt einfach mal überleiten, es würde so wunderbar passen. Zu meinem Bär der Woche. Ja. Okay, dann zu meinem Bär der Woche. Denn das ist wirklich Sozialismus in Reinformat, was hier in Berlin mal wieder geplant ist. Ich habe über diese Vorhaben ja schon öfters gesprochen und so weiter. Wirklich? Ja, aber man muss es einfach nochmal plastisch vor Augen führen, jetzt in diesen Zeiten, in denen wir wirklich diese große Richtungsentscheidung haben. Und Berlin wird eben am nächsten Sonntag nicht nur der Bundestag gewählt, nicht nur ein neues Abgeordnetenhaus, es gibt eben auch noch den Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen. War vorher ein Volksbegehren, es gab eben genug Unterschriften, die man gesammelt hat und jetzt wird das Ganze zur Entscheidung dem Volke vorgelegt. Ja. Und auch da kann man eben an der Wahlurne dann abstimmen und Ziel dieses Volksentscheides ist, dass alle Wohnungsunternehmen, privaten Wohnungsunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen in der Hauptstadt quasi enteignet werden sollen, ja, also vergesellschaftet. Das geht allerdings nicht einfach nur durch eine kalte Enteignung, die müssen dann dafür entschädigt werden. Und die Initiative, die beruft sich ja sogar auf das Grundgesetz, ja, auf Artikel 15 im Grundgesetz, wo quasi theoretisch Enteignungen möglich sind, wo es ja heißt, dass Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel in Gemeineigentum überführt werden können. Aber dieser Artikel speziell wurde so offenbar noch nie angewandt, sagen Verfassungsexperten. Und es gibt aber immer wieder auch Enteignungen im Grundstücksbereich, wenn Autobahnen dergleichen gebaut werden. Wenn sich da einer mit seinem Acker widerspenstig zeigt, dann wird er eben dann im Prinzip enteignet und entschädigt. Aber in dem Fall ist es natürlich eine ganz andere Abwägungssache. Deswegen ist es rechtlich natürlich extrem, extrem schwierig zu sagen, ob das wirklich durchkommen könnte vor dem Verfassungsgericht, denn auf der anderen Seite ist es ja im Grundgesetz Artikel 14, das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet, Punkt, Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. So, und dann gibt es auch in Berlin nochmal ein Landesverfassungsrecht, das beim Eigentumsschutz sogar noch über das Grundgesetz hinausgeht und ein Baurecht und so weiter und so fort. Also da sind die Rechtsexperten auf jeden Fall schon der Meinung, dass das schwierig werden würde. Aber trotzdem wird es ja zur Abstimmung gestellt und wenn tatsächlich quasi enteignet werden würde, müsste es eben diese Entschädigung gehen. Das würde halt dann richtig teuer werden. Ja? Also wenn der Senat dann dazu gezwungen werden würde, diese 200.000 Wohnungen dann mehr oder weniger diese aufzukaufen, dann ist immer die Frage, wie viel müssen sie dann an Entschädigung dafür bezahlen. Da geht der Senat davon aus, dass das
bis zu 40, 36, 39 Milliarden Euro kosten würde und dann nochmal zusätzlich jährliche Folgekosten bis zu 340 Millionen Euro, weil die Initiative, die sagt ja auch, na gut, die soll bewirtschaftet werden, sollen die dann öffentlich-rechtlich, ja, diese Wohnungen, die kommen dann nicht einfach zu den landeseigenen Wohnungsgesellschaften, sondern die werden dann öffentlich-rechtlich bewirtschaftet und da gibt es einen Verwaltungsrat, der jetzt dann mit den Mietern und Mietern von Stadt und Stadtvertretern besetzt, ja, und dann können die Mieter quasi selber mehr oder weniger ihre Miete bestimmen, ne? Und ja, und die möglichen Verluste dieser öffentlich-rechtlichen Gesellschaft, die darf dann die Stadt, also der Steuerzahler, auch noch tragen. Also das wird für alle anderen Berliner ein richtig teures Vergnügen, damit die 200.000, die Lucky Few, wie man so schön sagt, dann in ihren Bestandswohnungen sitzen bleiben können und sicherlich dann günstige Mieten haben werden können. Also es ist wirklich, und man muss sich halt dann vorstellen, 40 Milliarden Euro, die dann bis zu 40 Milliarden 36, die dann eben das Land Berlin da berappen muss bei einer aktuellen Verschuldung von rund 60 Milliarden Euro. Was für ein eklatanter Aufschlag das nochmal auf den Schuldenberg. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass Berlin keine einzige neue Wohnung mehr bauen wird und dass es dann einfach keine neuen Wohnungen mehr von städtischer Seite geben wird, für die man irgendwie Geld hat. Und man kann sich dann natürlich auch ausmalen, dass bei solch einer Aktion kein Investor mehr in Berlin Wohnungen bauen wird. Und die Bestraften werden am Ende wirklich die Mieter, das muss man einfach doch immer wieder sagen, dass man sich damit ins eigene Bein schneidet, weil dann keine Investoren hier mehr private Wohnungen bauen werden und dann haben die paar 200.000, die in der Wohnung sitzen, wunderbar, und alle anderen, die neue Wohnungen brauchen, die eine größere Wohnung brauchen, die neu in die Stadt kommen, die sich verändern wollen, die schauen in die Röhre. Das hat man beim Mietendeckel schon gesehen, wo das Wohnungsangebot drastisch zurückgegangen ist durch diesen massiven Markteingriff, und das wird hier wieder passieren. Ja, es gab ja jetzt schon im Vorfeld hat ja Vonovia und Deutsche Wohnen vor ihrer Fusion haben einen Deal gemacht, haben immerhin schon mal 14.750 Wohnungen verkauft an den Berliner Senat für 2,5 Milliarden Euro. Ein paar Gewerbeeinheiten gab es auch noch dazu. Wurde ja auch schon wieder kritisiert von den Grünen und so weiter und so fort. Also es ist wirklich, und selbst die Genossenschaftswohnungen, die offiziell nicht enteignet werden sollen, die warnen aber davor und sagen, liebe Berliner, liebe Mieter, stimmt nicht für diese Enteignungsvolksentscheid, weil wir fürchten, dass wir auch mit dran kommen. Es gibt ja den Gleichheitsgrundsatz vor dem Gesetz und da kann man nicht die einen ausnehmen und die anderen eben nicht, weil Genossenschaftswohnungen per Satzung eben auch zumindest verpflichtet sind, Gewinne zu erwirtschaften, auch wenn sie jetzt nicht zur Gewinnmaximierung verpflichtet sind. So, also da würde es massive Rechtsunsicherheiten, Streitigkeiten geben, aber das Schöne ist, der Senat, auch wenn dieser Entscheid angenommen werden sollte, ist nicht dazu verpflichtet, ihn umzusetzen. Und da gibt es ja schon die politischen Meinungsäußerungen. Der Senat wird eben auch neu gewählt, also da kann man zweimal abstimmen. Und die mitregierende SPD und die Bürgermeisterkandidatin Franziska Giffey, die sind gegen eine Enteignung, die lehnen das also strikt ab. Aber Unterstützung gibt es offen, ganz offen von den Linken für dieses Projekt. Ja, die sind ja auch die Erfinder des Mietendeckels damals gewesen. Die bringen ja hier wirklich den Sozialismus zurück. Und man muss sich einfach wieder zurückerinnern. Ich bin damals, als ich 2000 hier ankam, nach Berlin 2001, hat man einfach noch schön die Spuren der DDR gesehen und die zerfallenen Häuser und im Prenzlauer Berg, wie alles in Ruinen da niederlag, von wegen auferstanden aus Ruinen, ist da überhaupt nichts. Und jetzt ist alles super saniert. Das einzige Haus in der Kastanienallee, wo ich wohne, ist noch so eine halbe Kommune, wo draußen immer dran steht, Kapitalismus zerstört. Aber und tötet diese, steht da auch drauf. Ja? Kapitalismus und, tötet. Tötet und zerstört und offene Grenzen für alle und alle Parolen stehen da drauf. Aber das ist halt das mit zerfallenste Haus. Und hier ein Wohnungsvertreter hat gesagt, da wird es bald wieder aussehen wie in Havanna, wenn dieser Volksentscheid durchgeht. Ja, ich habe auch diese kommunistischen Paradiese schon bereist und ich kann dir sagen, Havanna ist wunderbar. Das hat Havanna, eine wunderbare Havanna. Ja, weil das ist natürlich traumhaft ist als Kulisse, weil alles so zerfallen ist. Aber wohnen willst du da nicht? Auch geht, ja, elektrisch vielleicht. Ja, genau. Also, und die alten Rußbomben, die einfach das Gift direkt raus. Gesundheitssystem da. Komm. In Havanna, in Kuba ist nicht alles schlecht. Es ist nicht alles schlecht, aber die Leute gehen auch trotzdem auf die Straße. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, ja. Okay. Und aber diese Vergleiche, wenn die immer so genauso, wenn Rot-Rot-Grün kommt, dann wandere ich aus. Ich habe nicht gesagt,
sagt, dass ich auswandere. Ja, weil ich aber, bin ja, glaub, dieser Vergleich sieht aus wie in Havanna. Come on, ehrlich. Das sind ja wirklich. Ja, so schnell geht's nicht, aber. Ja. Hab ich ja nicht gesagt. Ja, aber selbst nein, die, aber selbst die so schnell. Häuser, die in Besitz der Kommune sind, sehen ja gar nicht so schlecht aus. Also jetzt hören sie oft, dass es so nein, aber sein es muss. Wird ja das der ist Kommune. Schwachsinn, du hast völlig recht. Okay, ich es wird der Kommune. Nein, aber wenn man es konsequent weiterdenkt, wird einfach der Kommune dann auch das Geld fehlen, um diese Häuser zu erhalten. Sie waren ja damals, wurden die ja auch nicht ohne Grund verkauft. Das ist ja nochmal die Kritik, dass die damals zum Spottpreis verscherbelt wurden. Aus städtischem Besitz an die Wohnungsgesellschaft, in die Vorläufer von Deutsche Wohnen, GSW zum Beispiel, ja, für Spottpreis, ich glaube irgendwie 6.000 Euro für die Wohnung oder sowas, ja, für eine ganze Wohnung, teilweise im Schnitt. So, aber die waren halt auch in einem desaströsen Zustand, ja, und jetzt wurden sie halt, die sind auch nicht alle so picobello, aber doch saniert, aufrechterhalten und so. Ich glaube, Deutsche Wohnen ist eher so die Billo-Sanierer. Ich glaube, so richtig geil ist es nicht. Ja, aber jetzt kommen sie ja unter das Dach von Vonovia, jetzt wird alles gut, so. Und nein, aber man muss jetzt nochmal sagen, es ist einfach ein, und es ist wieder ein Testballon für Deutschland, ja, wenn das hier durchgeht, dann sehe ich rot, ja, für Deutschland und man kann einfach ein nur, Defner also, sieht rot. Ja. Ja. Ich hoffe einfach, dass die Berliner da doch, aber ich meine, es gibt halt 85% wieder Mieter in Berlin, ja, und ja, da wird halt wieder Freibier gewählt, aber kurzsichtig, ja, und deswegen muss man einfach da einfach aufpassen und nicht glauben, dass hier eine Enteignung irgendwas besser machen würde. Probleme lösen würde. Das ist genau die das, Sache. Das mit dem Havanna-Vergleich ist sicherlich übertrieben, ja, aber es geht ja nur um das Beispiel, dass es dann einfach kein Neubau mehr gibt, kaum noch Sanierung und keine neuen Wohnungen eben mehr für Wohnungssuchende. Und dabei brauchen wir das doch. Wir müssen das alles ökologisch sanieren. Da haben wir doch genau, auch kommt noch dazu. Triell gehört. Wer muss es bezahlen, die CO2? War auch das eine schöne Diskussion im Übrigen, was Wohnungen anbetrifft. Übrigens, wir wären dann, wenn jetzt Berlin sich die Schulden ans Bein bindet, wären wir dann Schuldenkönig Deutschlands. Bisher ist ja Bremen Schuldenkönig. Die sind noch, wenn du die Schulden pro Kopf dir anguckst, sind die noch vorne. Also wenn du jetzt mal die Bundesschulden ausklammern oder so, nur die Landesschulden. Pro und dann Kopf, wären wir die Schuldenkönige. Defner, du und ich, ja, Könige. SPD ein anderes SPD-Paradies. Nicht meine SPD-Paradies. Stadt, schreibt dann der Defner auf seine Krone. Schuldenkönig von Berlin. Nee, von Deutschland, genau. Ja. Ja. Nicht mein Land. Frank Thelen hat es bei mir geklaut, ja. Aber der will ja wirklich auswandern. Ich muss ja hier bleiben. Ich kann ja, wo soll ich denn Fernsehen machen? Wo sonst, ja? Aus Havanna? Hat der Thelen überhaupt, der hat doch überhaupt keinen Abschluss. Was soll denn der machen? Der ist doch selbst aus der Realschule, der ist doch Realschüler und hat doch irgendwie überall abgebrochen. Der könnte natürlich in der Schweiz einkaufen, dafür müsste aber genug Vermögen haben. Ich weiß nicht, wie viel er hat, das haben wir ja nie erfahren. Ich glaube, es würde so reichen beim Thelen, dass er davon leben kann. Ja. Wenn Lilium einigermaßen läuft, ja. Ja. Lilium, die haben einen großen Deal mit Brasilien gemacht, kann ja nach Brasilien. Ja. Ach so. Brasilien ist ja auch so ein beliebtes Land für deutsche Auswanderer, Ich habe mir mal seinen Fonds angeguckt. Der Wendler will angeblich ja auch nach Brasilien auch ziehen. Nach Brasilien. Ja, weil er möglicherweise in Florida droht ihm ja die Auslieferung. Da hat sein alter Kumpel Schild, den er von irgendwelchen aus dem Dschungel oder so kennt. Und sagt, komm nach Brasilien hier. Wie, der aus Hamburg, brauchst du der von der Schildpartei? Der von der Schildpartei, der alte Verbrecher. Natürlich, der Koks und so weiter. Der Du meinst, gehen die ganzen Flüchtlinge. Ja, natürlich, für die ganzen... Muss er auch. Halbseiden. Hast du mal gesehen, wo der 10 und dann sollte XDNA man unbedingt Bitcoin notiert? Haben, apropos. Das siehst du. Der 10 XDNA, 25 war und jetzt ist er bei 23,80. Der Fonds. Schlechter Zeitpunkt zum Start. Ne? Ja, ich habe es ja gesagt, das ist ein Kontraindikator. Habe ich nicht letzte Woche gesagt? Ja. So, apropos Bitcoin. Lebt denn da der Bitcoin noch? Ja, ich weiß es gar nicht. Der kam gestern auch kräftig unter die Räder mal wieder. Ja. Zeitweise 10% abgestürzt an diesem Montag mit Evergrande und so weiter und die Turbulenzen. Da zeigt sich mal wieder, dass Bitcoin auf jeden Fall keine Krisenwährung ist. Keine unkorrelierte Asset-Klasse. Das hängt am Risiko. Das haben wir ja gesehen. Das hängt am Risiko. Das heißt, das ist halt mit einem hohen Hebel Gold am Risiko. Gold war teilweise aber besser und ist gestiegen zeitweise. Haben wir auch eine Wette. Also wenn wir sehen am Jahresende, wer die Wette gewonnen hat, wollte da haben wir Gold erwähnen. Und dann, Ganoven-Währung, haben sich Ganoven eines Instagram-Accounts von Herrn Chapitz bemächtigt. Nicht bemächtigt, die haben nicht meinen genommen, sie haben einfach kopiert. Nicht deinen, sondern sie haben einen kopiert. Ja, und Schuldensühner mit Unterstrich gemacht und ich war blockiert, ich konnte es mir gar nicht angucken. Also ich konnte noch nicht mal demjenigen folgen und konnte ihn melden. Und netterweise haben das ganz viele Menschen gemacht. Haben das gemacht und dann, ich habe auch sehr viele Zuschriften bekommen. Und dann ist er weg. Instagram-Account. Dann ist er weg.
gekommen. Ist er weggekommen. Gibt's nicht mehr. Man hat sich darum gekümmert, ja. Ja, aber ganz ehrlich. Nein, aber man sieht wir halt. Wir verkaufen, also weder der Devin noch ich, wir verkaufen höchstens gute Hoodies. Geschichten oder Hoodies irgendwann mal. Aber irgendwann. Wir verkaufen keine irgendwie. Aber schon gar Sachen. Keine Kryptowährung. Nein. Ja, gut. Nein, was siehst du, was man dir alles zutraut, ja? Ja? Ja, vor allem haben mir manche ihren Dialog geschickt. Also es gab dann so Dialog, also der hat ihnen dann gefolgt und die Leute wundern sich dann, hey, der Chapitz folgt mir ja gut. Und dann hat er die angeschrieben, hallo, wie geht's denn so? Und dann schrieben die so, oh, geht gut, was machen denn so deine Anlagen? So wurden die angeschrieben. Echt? Ja, ich bin ja beim Podcast dabei, ist nicht alles so optimal. Und die, manche haben am Anfang wirklich gedacht und dann war das so radebrechendes Deutsch und dachten die, der Chapitz vielleicht mit dem Deutsch nicht ganz immer gut. Krass. Aber so radebrechend, das klang dann ein bisschen komisch. Krass. Und dann sind sie erst dann aufmerksam geworden. Dann schrieb er so, würdest du jede Woche ganz viel Geld verdienen, ich führe dich durch den Prozess und du wirst reich. Das war so das Versprechen. Jetzt erstmal 100.000 Euro genau. und dann. Erstmal die Kontonummer mit der PIN. So ja, ist das. Erstmal so die laut. Kontonummer, ja. Und dann, ja, und so war das. Aber wir machen sowas nicht. So, ja. Um es gleich mal hier ganz klar aber zu sagen. Mache ich demnächst eine große Erbschaft und brauche ein bisschen Eigenkapital, um die Erbschaft, die Notarkosten zu bezahlen. Und wenn mir dann irgendjemand mal, keine Ahnung, 100.000 Euro leiht, könnte ich ihm ja dann 10 Millionen zurückgeben oder sowas. Aha, gut. Unseriöse Machenschaften, wie sie immer wieder passieren, ja, und man muss einfach so aufpassen und gerade, ich sag's ja immer wieder, gerade in diesem Kryptobereich wird viel Schindluder getrieben, aber auch mit erneuerbaren Energien, ne, immer wieder all diese Themen, die funktionieren, die aber laufen auch dieses Crowd-Investing. Ja. Also ich habe mir letztens ein Angebot bekommen, was jetzt nicht unseriös ist, ein seriöses Angebot, und zwar Katjes Green Markets haben mich angerufen und gesagt, Mensch, wir haben hier einen tollen Bond und ihr könnt mitmachen und so weiter. Und da wurden mir 5% für ein Nachrangdarlehen geboten und die haben dann investiert in lauter grüne Sachen, wie beispielsweise diese vegane Kette Vegans, kennt man wahrscheinlich, prangt jetzt auch bei RB Leipzig auf dem Trikot und lauter so Sachen, aber du solltest für 5% hast du das Nachrangdarlehen und du bekamst nur die 5%, weil die ganzen Startups, in die sie investiert haben, wenn die gut laufen, hast du noch einen Prozentpunkt mehr gekriegt, dann bekamst du 6, aber das war alles. Und du bist Nachrangdarlehen, das ist ja fast, als ob du Eigenkapital gegeben hättest und ich finde 5% sind zu wenig. Also auch wenn ihr Geld in solche Crowd-Sachen steckt, bei Immobilien ist es beliebt, guckt immer genau drauf, dass ihr für das Risiko auch wirklich entschädigt werdet. Und 5% ist für ein Nachrangdarlehen, wo was wirklich schiefgehen kann, sehr wenig. Da muss man mindestens 8 haben. So, das haben wir jetzt auch mal gesagt. Jawohl. Muss man ja mal gesagt haben. Absolut. Sagen, was ist Nein, aber ja, wird immer wieder gerne gefragt und so weiter. Ja. Das kann ein Mittel sein, aber dann nimmt man A, mindestens 5 oder 6, damit man es gestreut verschiedene hat. Anbieter, weil verschiedene das Anbieter. Genau. Ganz genau. Und man streut halt das Risiko und nicht zu viel auf einen. Und man muss halt wirklich gucken, dass man auch wirklich für das Risiko entschädigt wird mit einem hohen Sinn. Und dann kann das sinnvoll sein. Ich sage überhaupt nicht, dass es doof ist, aber... Nee, aber da ist Streuen, also auf verschiedene Projekte streuen und auf verschiedene Anbieter streuen, ist ganz dann genau. Ganz, ganz essentiell, ja. Weil es kann ganz schnell mal eins ausfallen. Ist nicht so oft passiert in letzter Zeit, weil der Immobilienmarkt gebrummt hat. Aber wenn das halt mal schlechter läuft, dann... Genau. Gut. Dann, wenn du mal so ein Evergrande-Dings hast, ja. Zack. In Deutschland haben wir so große Immobiliendinger nicht. Naja, wir haben ja auch schon große Immobilienpleiten gehabt von gewerkschaftsnahen Konzernen damals. Das war schon ganz, ganz lange her. Und dann natürlich der große, da können sich viele auch nicht mehr erinnern. Schneider. Als nach, ja, Schneider, der aber auch, nein, aber als viele Privatdinger pleite gegangen sind mit ihren Investments im Osten, als wir deinen Osten hier aufgebaut haben. Oh. Ja, mit, ja, gab's jedem, ja, da gab es halt so tolle Steuerförderungen für Wohnungsbau im Osten. Da wurden dann. Und da war erstmal kein Bedarf da, ja. Mittlerweile wächst ja Gott sei Dank auch der Bedarf, aber Leipzig war auch. Und viele auch haben einfach dabei, nur ja. aus Steuerspargründen irgendwas gekauft nach einem Protest, nach einem Prospekt, was sie nicht angeguckt haben und so weiter und so fort. Also das war unsere Immobilienblase, die geplatzt ist Mitte der 90er, ja. Und das hat und deswegen, gedauert bis Mitte der 2000er, bis es wieder hochging. Ja, 2004 oder bis so es wieder, war der Tiefpunkt, ja, und seitdem geht es nach oben. Ja, und seitdem und deswegen sind wir einfach später dran als der Rest Europas. Und deswegen ist da vielleicht bei uns auch noch ein bisschen Luft. Meinst du? Meine ich schon, aber da kommt ja, vor allem, an, was gewählt wird. Da kommt drauf an, was gewählt wird. Und dann hat natürlich Berlin auch wieder, wenn richtig gewählt wird und nicht enteignet wird, dann auch die mega besten Chancen. Mega Potenzial wie der Champions League. Mega sagen. Nicht, mega. Aber nein, aber ich meine, mega gibt es bei Immobilien so schwieriger, aber je nach Hebel natürlich dann schon wieder. Aber wir haben mal geguckt, das ist jetzt mittlerweile die 100% Finanzierung, also die DEFNA-Lösung, die ist jetzt richtig im Kommen und zwar irgendwie 16% der neuen Hypothekenkredite sind mittlerweile diese 100% Finanzierung. Da sieht man schon, dass die Leute sich immer mehr strecken müssen oder dass wir so viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die jetzt die DEFNA-Lösung nehmen.
Naja, aber bei den günstigen Zinsen und wenn man dann langfristig, wenn man wirklich dann langfristig, dann muss man halt wirklich sehr, sehr langfristig finanzieren, dann hat man wirklich Einkommensstrom gut. Ja, der muss auch, natürlich, ja, das muss aber immer sein. Bei der 100% Finanzierung hast du nämlich wenig Spielraum. Solltest dich nicht scheiden lassen und so weiter und so fort. Aha. Natürlich, das ist schon klar. Alleinerziehen ist dann schlecht. Ja, aber das wird auch, ja. Aber dafür gibt es dann auch, dafür soll es ja auch sozialen Wohnungsbau geben und Wohngeld geben und all diese Sachen. Aber es soll eben auch Eigentum gefördert werden. Da bin ich absolut nach wie vor dafür und bin nach wie vor dafür, dass die Grunderwerbsteuer mindestens beim ersten Projekt teilen erlassen wird, wie das eben manche fordern, die FDP zum Beispiel. Stimmt. Und besser wäre noch, finde ich, für die erste eigene Immobilie komplett Grunderwerbsteuer erlassen, ja. Aber es sind einfach 6,5% hier in Berlin, die man bezahlen muss, ja. Und das ist einfach, das musst du aus dem Eigenkapital nochmal zusätzlich bezahlen. So ist es. Und das macht halt diesen Einstieg, das sind diese Einstiegshürden, die es so schwer machen, ja. Und ansonsten, wenn man dann 100% Finanzierung machen würde, dann könnte man das ja vielleicht eben finanzieren, auch ohne irgendwie Erbschaften mit ein bisschen was angespart. Aber je höher diese Nebenkosten sind, desto schwieriger wird der Einstieg und wir sollten auch einfach viel lieber einfach hier viel mehr in Deutschland zu Vermögenden machen, zu Eigentümern machen, als immer diese Vermögensungleichheit nur beklagen, sondern einfach, ich würde immer von unten nach oben es wachsen lassen und nicht immer sagen, wir müssen alle anderen arm machen, damit wir alle arm sind, dann lieber mehr Leute reich machen, damit wir mehr Reiche haben als wie, dann genau. Damit kann man auch Vermögensungleichheit bekämpfen. Ja, wenn du von unten die Leute hochholst, na klar. Das ist die clevere Angelegenheit. Und die sind einfach in Deutschland wir haben viel zu wenig Immobilieneigentum in Deutschland. Die ganzen Südländer sind deswegen wohlhabender, vermögender, weil sie alle im großen Maßstab Immobilien haben. Oder fühlen sich wohlhabender. Die Italiener haben ja das Problem, dass sie diese ganzen Vermögensstatistiken basieren ja im Großteil auch auf eigener Darstellung. Und in Italien sind die Immobilienpreise in den letzten Jahren eher stagniert oder zurückgegangen. Und viele haben das aber nicht. Sie haben einfach viel. Gab auch keinen Krieg. Das ist ein Punkt und die Leute haben halt häufiger auch eigene Immobilien. In Italien wird das ja vererbt. Das ist ja klar, aber du musst halt immer anfangen, bis du was vererben kannst. Ja? Und wenn es halt nie gefördert wird, wenn halt immer dieser Vaterstaat sagt, hallo, ich kümmere mich schon um dich und du brauchst ja kein Eigentum dir erwerben, sondern hier, ich regle ja alles am Mietmarkt für dich und mach dir mal keine Sorgen und so. Du wirst einfach immer in dieser Abhängigkeit und du wirst nicht, es wird nicht gefördert, dass du Eigenverantwortung und Eigentum erwirbst, ja. Das ach, ist halt wunderbar. Einfach, ja. Gut. Damit haben wir schon die Politikdiskussion hier fast begonnen. Da würde ich mal schnell meinen Bär der Woche machen. Der ist relativ einfach. Es geht um ein Phänomen, einen klassischen Anlegerfehler, der jetzt nochmal quantifiziert worden ist. Und zwar, der Anlegerfehler heißt Home Bias. Und das steht ja für den klassischen Anlegerfehler, dass man sein Depot zu sehr auf heimische Investments ausrichtet. Und klar, man glaubt ja immer oder ist ja auch teilweise so, dass die Unternehmen des Heimatlandes, die kommen eher in den Nachrichten vor, die kennt man besser. Und die kann man an der deutschen Börse leichter handeln, wenn eine Dividende überwiesen wird. Das ist auch einfach und so weiter. Man kann das verstehen. Es gibt gute Gründe für diesen Home Bias, weil das Wissen auch ist. Aber es ist natürlich unter Anlagegesichtspunkten ist total schlecht. Und da gibt es nämlich eine neue Studie, die mal herausgefunden hat, was dieser Home Bias, den die Deutschen haben, kostet. Und die Studie ist von Whitebox, die haben es in Auftrag gegeben bei Barco Consulting. Barco Consulting ist so ein Unternehmen, was Zahlen cruncht und die machen ganz viele, gucken sich ganz viele Statistiken an und versuchen aus Zahlen was Kluges rauszufinden. Und Whitebox ist so ein, ich glaube, Robo-Advisor. Und die haben das zusammen mal, also Barco hat das für Whitebox berechnet und die haben halt festgestellt, dass die deutschen Privatanleger zwischen 2016 und 2021 45,7 Milliarden in deutsche Aktien investiert haben und 50,3 Milliarden in ausländische Aktien, also fast 50-50, also 48% Inland und 52% Ausland. Wenn man jetzt mal guckt, wie ist das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland im Verhältnis zur Welt, dann beträgt das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland ungefähr 4,5% des globalen BIP. Und wenn man jetzt sagen würde, hey, man müsste eigentlich, wenn man es nach Schornstein sein Portfolio baut, was ja auch gern genommen wird, dann dürfte man halt den Inlandsanteil höchstens bei 5-10% haben, aber nicht bei knapp 50%. Und noch schlimmer ist es, und dabei sind schon die ganzen neuen Anleger dabei, die ja in US-Tech-Werte investieren und so weiter. Also es wird ja weniger schlimm. Wenn man den Bestand sich anguckt, dann haben die Leute 58% ihres Bestandes sind in Inlandsaktien drin und nur 42% des Bestandes in Auslandsaktien. Also man sieht, es wird langsam besser, aber es ist immer noch nicht richtig gut. Und jetzt haben die halt mal geguckt,
was hat das für Folgen für die Kursgewinne, die sie gemacht haben. Und dann, also das kann man alles aus den Bundesbankstatistiken raussuchen. Also man sieht, man guckt jetzt nicht an, was macht ein MSCI Welt ex Germany und guckt Germany, sondern man guckt halt, die Bundesbankstatistik zeigt richtig, was haben ausländische Aktien gemacht, was haben inländische Aktien gemacht. Und da kommt auch, spielt auch eine Rolle, ob die Leute ihr Geld in einem aktiv gemanagten Fonds haben oder in einem passiven oder was auch immer sie gemacht haben. Also das kann man an dieser Statistik gut sehen. Und die Inländischen haben gemacht in den letzten 5 Jahren 3,3% im Schnitt. Und die Ausländischen haben 9,6% im Schnitt gemacht. Und wenn man sich das so anguckt, haben die ausländischen Aktien im Schnitt 3-mal so viel gemacht wie die inländischen. Und dann kann man natürlich sich angucken, wie viel Kohle hast du da verschenkt? Und dann kommen die halt zu der Statistik, dass Anleger seit 2016 durch den Homebuys über 100 Milliarden Euro an Kursrendite verschenkt haben, weil sie es halt A, schon falsch angelegt haben und auch noch neu falsch angelegt wurde. Und man sieht, was das für große Nachteile hat. Man hätte viel mehr verdienen können, wenn man sein Geld richtig diversifiziert hätte. Deswegen sollte man diesen Anlegerfehler Homebuys, sollte man sein Deposit angucken und sollte gucken, habe ich das noch und sollte das dann langsam ausschleichen oder sollte das angleichen oder umbauen. Und deswegen sage ich Anlegerfehler Homebuys, mein Bär der Woche. Sehr schön. Vielleicht sogar vor der Bundestagswahl noch ein bisschen anpassen. Ne? Weil das stimmt. Da könnt's ja ein bisschen, also im Falle einer rot-grün-roten Regierung könnte es schon ein bisschen rumpsen, würde ich mal sagen. Meinst an den Börsen. Was will dann rumpsen, ne? Was willst du denken? Naja, so also querbeet. Vonovia willst du nicht mehr haben, das ist klar. Vonovia willst du nicht mehr haben, Deutsche Bank wäre wahrscheinlich auch schwieriger. Stimmt, ja, Deutsche Bank, also, das wäre auch, ja. Versorger würden wahrscheinlich eher profitieren, Autos hätten es auf jeden Fall schwerer, ja, also alle drei. Bist du sicher, sind die nicht eher so im Ausland mehr? Naja, aber es ist ja die Wahrnehmung. Also ich glaube, dass einfach der Markt insgesamt verkauft werden würde. Und dann trifft natürlich wieder zu, politische Börsen haben kurze Beine. Das ist dann auch immer wieder der Fall. Aber es ist erstmal so eine Fluchtreflex geben würde. Oh Gott, ein Linksruck in Deutschland, Sozialismus kehrt ein. Hohe Steuern, die natürlich insgesamt... Hohe Staatsausgaben, machen wir endlich mal Schulden. Naja. Dann ist das dieses Schuldenideal, was sowieso im Ausland die Leute... Vielleicht, ja, hohe Staats- ja, aber das bitte vor allem erstmal, was weiß ich, Konsumausgaben, aber Konsum ist nicht so stark. Also das ist, aber gut. Aber eine andere und dazu Wahlausgangsprognose und relevant für den Aktienmarkt, die ist, glaube ich, dafür gibt es meinen Bullen der Woche. Was für ein galanter Übergang. Ja, Wahnsinn, heute dieser ist der Tag, Deppner. Ja, ich soll vielleicht Moderator werden oder sowas. Also, ja, sie ist Text vergessen. Es ist eine Krawatte auch heute, das muss man wirklich mal sagen. Ja, gut, also heute hast du den Hoodie da, nicht wie damals, als wir ja mit dem Johannes Vogel unser Selfie gemacht haben. Da hatte ich ja dann mal den Hoodie an, da hat sich der Chapitz was Anständiges angezogen. Mhm. Ich habe mir heute extra eine Krawatte angezogen und dann durfte ich keine Mittagssendung machen, weil der Söder wieder eine Pressekonferenz gegeben hat. Ja? Eigentlich Söder wollte um 13 Uhr eine Pressekonferenz, die geben ja jetzt jeden Tag... Ja. Eine bis mehrere Pressekonferenzen. Okay. Und jedes Mal, wenn der Laschet eingibt, also Laschet und Söder, die, da gibt es schon immer diesen internen Wettbewerb. Ja, also wer mehr Präsenz hat, das ist der Söder hat es noch nicht aufgegeben. Ja, also zumindest, cool. Ich meine, der muss ja auch werben in seinem eigenen Land. Ja? Also die CSU steht jetzt auch nicht so dolle da. Die CSU hat in der letzten Bundestagswahl alle Direktkandidaten durchgebracht. Alle. Alle. Man muss es wirklich sagen, alle. Da bin ich mal gespannt, ob sie es wieder hinbekommen. Ja, es wird wahrscheinlich schwieriger. Da gibt es ja wieder die Freien Wähler, die vielleicht schon im einen oder anderen dann mit ihr was. Lass mich nicht impfen. Herr Deffner, du weißt, es hat uns damals schon 5 Hörer gekostet. Ja, jetzt haben wir nochmal 5 verloren. Die holst du mir aber mit an. Die musst du am linken Rand mit der Baerbock. Am linken Rand, jetzt musst du nochmal eine Baerbock-Nummer hier machen. Ja, genau. Jetzt hat also für alle Grünen, Freunde und ich würde sagen, ich wähle Grün. Vor allem, ich wähle grüne Aktien, ja? Okay. Das ist, was ich wähle. Wahlempfehlung, wählen Sie grüne Aktien. Ich glaube, damit ist man auf jeden Fall auf Nummer sicher jetzt. Und die grünen Aktien sind ja extrem abgeschmiert in diesem Jahr. Und deswegen glaube ich, das wäre schon so eine Idee. Wir geben hier nur Ideen, keine Empfehlungen. Aber dass wir da vor der Bundestagswahl, und nachdem es an diesem Montag nochmal so richtig gerumst hat und hier nochmal wieder alles auf den Wühltisch kam, haben wir da doch in vielen Bereichen jetzt wirklich sehr, sehr günstige Einstiegschancen, dass man sich da jetzt vielleicht das eine oder andere Investment anguckt, weil ich glaube, dass, wie auch immer die Wahl ausgeht, dass wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit die Grünen mitregieren werden, welche Konstellation auch immer, und dass das natürlich dann auch im Ausland wahrgenommen wird und dann
dann wieder kommt. Wir erinnern uns letztes Jahr an die US-Wahl, wo dann Biden gewählt wurde, was einen unheimlichen Schub für grüne Aktien gab. Und das wird in Deutschland auch passieren, zumal, wie gesagt, mittlerweile diese Aktien viel, viel günstiger geworden sind. Und selbst wenn die Grünen dann nicht an die Regierung kommen, alle großen politischen Parteien haben erklärt, dass sie eine ambitionierte Klimapolitik wollen. Das haben jetzt die Strategen von Barclays zum Beispiel auch geschrieben. Und deswegen empfehlen sie zum Beispiel Aktien wie E.ON, RWE, Encavis hier im Konfirmationsdepot mit drin, überzugewichten. Von Barclays die Empfehlung, Société Générale. Soll ich mal gucken, was es gemacht hat? Du redest mal, ich guck mal. Du kannst mal gucken, aber ja. Das ist ja komplett unter Wasser. Und wir haben dieses Konfirmationsdepot ja auch nicht für 14 Tage gemacht. Das stimmt, also, sondern fürs Leben. Für die Jugend, zumindest bis zum 15 Jahre ist immer meine Frist, wo ich sage, sollte es eigentlich. Ich bin minus 3. Ja, aber ich habe ja natürlich etwas spekulativere Dinger drin, die hoffentlich auch höhere Hebel nach oben haben. Aber ich sehe sehr im eigenen Depot, dass da alles echt extrem verprügelt wurde, gerade an diesem Montag nochmal. Heute bist du dick im Plus mit deinem Konfi-Index. Kleiner Einschub. Georgios vom Wetter meinte, ich habe ja jetzt hier dieses Jahr mit Tesla-Aktien verkauft und so gute Gewinne gemacht. Ne? Der hat ja verzehnfacht die Tesla-Aktie. So. Und jetzt habe ich mit Tumia Verluste. Soll ich denn hier mal ein paar Verluste realisieren? Ich sage, gute Idee, ja. Hat er Jumia verkauft? Er hatte verkauft und dann gleich kann man ja wieder kaufen. Ja? Dann, so, du realisierst einen Verlust und wenn du schon hohe Gewinne da stehen hast, dann kriegst du natürlich die bezahlte Abgeltungssteuer wieder zurück und hast dann plötzlich wieder mehr. Musst du aber einreichen, oder? Nee, das wird ja. Das wird ja automatisch von deiner Bank, wenn du jetzt nicht zu viele verschiedene Depots hast. Ja, genau, das ist das Problem. Die Bank macht das ja, also wenn du ein normales Depot hast, macht das ja quasi deine Bank mit dem Finanzamt direkt aus. Ne? Also bei deinen dubiosen Brokern, da musst Trading du das ja selber. Trading 2 ist es nicht ja, so, da ja. musst du das ja selber. Dann keinen Spaß. Ja? Aber so wird es ja, Verluste und Gewinne werden ja direkt verrechnet von der Bank. Und wie funktioniert das jetzt? Ich habe mich schon 5-mal gefragt, wie das ist. Also nehmen wir an, du hast jetzt einen Gewinn. Dann wird doch sofort die Abgeltungssteuer abgezogen, oder nicht? Genau. Wird das nur einmal im Jahr gemacht? Nee, es wird sofort abgezogen. So, okay. Dann wird es aber wieder zurückgeholt. Und jetzt machst du einen Verlust. Ja. Wenn du einen Verlust machst, dann wird eben dein Verlust wieder verrechnet mit dem vorher erzielten Gewinn. Und dann kriegst du die Kohle von vorher rein. Ich habe es dann auch gemacht, weil ich dann auch ein paar Verlustpositionen hatte, die mir wieder gekauft habe. Und dann habe ich halt einfach nochmal, wenn du so viel, meinetwegen, ich habe da einen, theoretisch jetzt, keine Ahnung, Gewinn. Ja, von 1.000. Sag mal 1.000 Gewinn. 1.000 ist ja, dann sind wir wieder an der Abgeltungssteuergrenze, an dem Freibetrag. Nee, wir sagen, du hast Freibetrag ausgeschöpft, wir sagen 1.000. Freibetrag ist auch, genau. Okay, Freibetrag. Wir sagen 1.000 Gewinn. So, da steht 1.000 Gewinn, hast du versteuert mit 250 Euro. Ja. So, und dann, Max, realisierst du jetzt Verluste von 1.000 Euro. Dann kannst du für diese 1.000 Euro wieder die Aktie ja zurückkaufen. Ja. Ja. Fängst du wieder von vorne an. Und dann hast du nochmal die 250 Euro, die kommen wieder zurück. Die holt sie direkt vom Finanzamt zurück. Nehmen wir an, dass die Bank sich das direkt vom Finanzamt zurückholt. Ich hatte die gestern wieder dann später auf dem Depot und konnte damit. Also das wird direkt immer verrechnet. Genau, und konnte her. Damit. Oder gibt es einen Topf, der einmal im Jahr dann überwiesen wird? So wird das gemacht. Nee, das wird direkt gemacht. Also das okay. Ich hatte dann das Geld wieder zusätzliche Eigenkapitalmittel zur Verfügung. Das war ja das Schöne, dass ich das gestern gemacht habe, dass ich dann wieder ein bisschen Eigenkapital mir aus diesen quasi schon bezahlten Steuer zurückgeholt habe. Manchmal mache ich das am Jahresende, dass ich sage, okay, ich kann noch ein bisschen was anpassen. So. Und kann man mal machen. So, also das aber jetzt wieder zurück zum Text. Wir sind bei erneuerbaren Energien als gute Idee für jetzt vor den Wahlen noch. Also, Barclays hatte ich, Société Générale, die sagen, alles, was von einer Dekarbonisierung Europas profitieren dürfte. Und Sanford Bernstein sagen, Vestas Wind Systems, Siemens Gamesa, Renewable Energy und Nordex SE
ja, wären die wahrscheinlichen Gewinner der Wahl. Es gibt mal einen Geheimtipp hier raus, die kennen wir jetzt alle. Also, die kennen wir alle und Nordex ist ja auch einer meiner Favoriten, Vestas, die wollen jetzt gerade Arbeitsplätze in Deutschland abbauen, mögt man nicht so gerne, aber Nordex, glaube ich, werden auch mit im Windkraftbereich am stärksten profitieren, weil sie ja hier ansässig sind und weil sie vor allem Onshore-Windkraft machen und hier haben ja alle Parteien schon gesagt, dass hier sich was bewegen muss in Deutschland. So, und ich habe jetzt aber nochmal... Ich dachte, Offshore wird immer was sich bewegen. Nein, Offshore, nein, aber gerade im Onshore-Bereich muss man eben auch viel machen, weil da ging ja gar nichts mehr, ja, im Landbereich, sondern dass man hier jetzt, Offshore ist ja sowieso, das ist ja sowieso im Gang, ja, aber es muss auch Onshore gebaut werden, vor allem auch, weil der Strom Onshore günstiger ist, ja. Du kannst nicht nur alles Offshore machen, du brauchst schon einfach auch Onshore, also an Land, so, wieder mehr Zubau, so. Ich habe noch eine andere Idee, die aus dem Solarbereich kommt und da glaube ich eben auch, dass die auch profitieren würde von einem mehr an Klimawandel bei einer neuen Regierung und einem forcierten Ausbau von Solarenergie in Deutschland und das ist die SMA Solaraktie aus Kassel und die kriegen jetzt mal einen Bullen der Woche, weil die schon 40 Jahre tatsächlich 40 Jahre am Markt sind für erneuerbare Energien. Die sind wirklich Pioniere in Deutschland, kann man so sagen. Die haben jetzt Anfang des Monats nämlich sogar ihr 40-jähriges Jubiläum gefeiert. Da kam sogar der Olaf Scholz vorbei und hat die Jubiläumsansprache gehalten. Und dann gab es noch eine Podiumsdiskussion, da war auch der Jürgen Trittin dabei. Also die sind auch gut vernetzt offenbar in grünen Kreisen und profitieren natürlich dann von einem Ausbau der Energiewende, ist ja ganz klar. So, und SMA sagt selber über sich, dass sie ein global führender Spezialist für Photovoltaik und Speichersystemtechnik sind, also im Prinzip Wechselrichtern. Sie haben ein großes, breites Spektrum an effizienten Solar- und Wechselrichtern, sagen sie. Ganzheitliche Systemlösungen für Photovoltaik und Speichersysteme, Leistungsklassen aller Art, intelligente Energiemanagementsysteme und Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Fahrzeuge haben sie auch. So, und das kapiert doch keiner, was du hier vorliest. Ja, Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Das kapiert man schon, aber du hast so intelligente irgendwas, das kapiert doch kein Mensch. Intelligente Energiemanagementsysteme, das sagt doch der Name an sich. Also, weißt du, was war noch? Was hast du noch? Irgendwas war, was ich... Batterie, naja, diese Wechselrichter. Ja. Effiziente Solar- und Batteriewechselrichter. Das ist halt so ein Teil, das ja im Prinzip den Stromfluss in Solarmodulen steuert. Das brauchst du ja überall. Und da gibt es ja die großen internationalen Wettbewerber wie Solar Edge und andere, die da sehr erfolgreich sind. SMA ist da immer ein bisschen zurückgeblieben gewesen. Sie holen aber wieder auf und sind mittlerweile in 190 Ländern auch aktiv und sind auch selbst auch im Bereich von Management von Solarparks tätig und so weiter. Haben da ein breites Portfolio. Und man muss aber jetzt auch sagen, dass sie eine Woche nach ihrer großen Jubiläumsfeier dann erstmal wieder schlechte Nachrichten verkünden mussten. Da mussten sie nämlich eine Gewinnwarnung herausbringen und eine Umsatzwarnung, weil der anhaltende Mangel an elektronischen Bauteilen, eben die Chip-Krise, die bekannt ist, eben auch in diesem Bereich sich ausgewirkt hat. Und deswegen mussten sie ihre Umsatzziele reduzieren. Und für 2021 rechnen sie jetzt nur noch mit einem Umsatz zwischen 89 und 1,03 Milliarden statt ein bisschen über einer Milliarde vorher. Auch operativ die Gewinnmarge, der Gewinn wurde angepasst auf 50 bis 65 Millionen. Naja, aber immerhin machen sie Gewinn noch, ja? Also ein bisschen weniger. Trotz 50 bis 65, trotz der Feier. Und der Scholz kommt umsonst. Hallo. Kann ja kein Geld nehmen, zuvor 75 bis 95. Also von 75 bis 95 oder 95 maximal auf runter auf 65. So, mittelfristige, Sie sagen mittelfristige Geschäftsaussichten unverändert gut. Es gab daraufhin auch viele Analysteneinschätzungen, die in unisono eigentlich gesagt haben, ja, die Chip-Knappheit, die macht sich bemerkbar, aber das trifft eigentlich die ganze Branche und das sollte nicht von dauerhafter Natur sein und könnte auf der anderen Seite dann im nächsten Jahr 2022 zu Nachholeffekten führen. Also macht man sich da nicht so viel Sorgen und deswegen haben die Analysten da jetzt ihre Kursziele ein bisschen gesenkt. Jefferies hat zum Beispiel auf 40 Euro gesenkt von 43 vorher. Berenberg senkt auf 46
50 Euro, von vorher 55 Euro. Aber im Prinzip bleiben sie bei ihrer Buy-Empfehlung und das höchste Kursziel kommt vom Bankhaus Metzler. Die haben auch runtergestuft auf 58 Euro, von vorher 79 Euro. Aber die sagen auch vom Bankhaus Metzler, die langfristigen Wachstumsaussichten seien dadurch nicht getrübt. Dennoch sei die Meldung ein erster größerer Rückschlag nach 3 Jahren der erfolgreichen Umstrukturierung. Also sie haben jetzt wirklich die letzten 3 Jahre sehr, sehr gute Hausaufgaben gemacht. Da hat sich die Aktie dann ja auch gut entwickelt, aber kam jetzt insgesamt in diesem Jahr mit diesen Turbulenzen bei grünen Energien und so weiter und etwas wieder zurück, hat sich etwa halbiert, ist jetzt ja ungefähr bei 36 Euro, gestern vor allem auch nochmal richtig unter die Räder gekommen in diesem allgemeinen Ausverkauf, seit Jahresanfang minus von 34%. Also ich glaube, dass da wir momentan sowas wie einen Boden gefunden haben. Und denke, das wäre jetzt eine gute Idee, sich auch möglicherweise diese Aktie vor der Bundestagswahl nochmal anzuschauen, weil danach ist sicherlich für grüne Aktien da so ein bisschen Aufwind geben könnte, ja, und ihnen die Sonne wieder scheint und Rückenwind für die Windkraft geben könnte. Also das ist eine Idee, investieren immer auf eigenes Risiko. Ich habe ein paar von den SMA-Solaraktien selbst, das sei auch noch dazu gesagt, und die haben ein Kursgewinnverhältnis von 33 hier, haben eine Marktkapitalisierung von 1,3 Milliarden. Das sind alles Werte, die irgendwie vernünftig sind. Und na, angesichts des Umsatzes von knapp 1 Milliarde, der angestrebt wird, 1,3 Milliarden Marktkapitalisierung. Also das ist ein ordentliches Verhältnis. Das ist KGV her. Ja? Ich gucke hier gerade selbst. Also, das habe ich bei Reuters hier. Steht hier bei Reuters 32,7. Ja. Was? Never. Das steht hier so. Selbst hier vom Guido Heumann von Metzler, das ist übrigens Sponsored Research, muss man dazu sagen, also gekauftes Research mit den 58 Euro, der hat ein KGV von, sage ich dir, 119. Für dieses Jahr 55 von nächsten und 44 vom übernächsten. Aber egal, sei es. Naja, hier wird immer, glaube ich, das nächste angenommen. Keine Ahnung, es ist immer diese Maske hier, steht PI. Okay, so. Was auch immer. Aber du hast ein toller Bulle. So. Ja, also es ist, wie gesagt, man sollte sich die Sachen immer selber anschauen, nochmal damit vertraut machen und als Idee anhand gegeben. Gut, dann komme ich zu meinem Bullen, mach das jetzt schnell. Das hat mit dem Weltwirtschaftsgipfel zu tun, den haben wir ja letzte Woche gehabt. Da war übrigens auch der Hobbit da, der Laschet, der ist wirklich, ich muss sagen, der verkauft sich wirklich unter in der großen, weiten Welt, muss man gestehen. Der hat wirklich für sein Bundesland relativ viel angepasst. Der war ja auch dann in einer relativ harten Diskussion bei uns. Also es ist ja immer so, dass die Menschen zu uns kommen und dann da auch wirklich von den Managern gegrillt werden oder auch mal gefragt werden. Oder auch Ulf Poscher, der Chefredakteur von Welt, stellt da auch mal manchmal kritische Fragen. Und dann muss ich sagen, hat er mir persönlich ganz gut gefallen. Aber wer mir auch gut gefallen hat, war Christian Bruch. Das ist ja der Chef von Siemens Energy. Der ist ja vom Defner interviewt worden. Kann man sicherlich noch bei, kann man das noch im Archiv gucken? Ich glaube, die Videokollegen haben es nicht eingestellt. Böse. Auf jeden Fall musste der dann warten, weil der Defner noch den Kollegen vom IW, Herrn Hüter, interviewt hat. Und dann dachte ich mir, Mensch, wenn der Christian Bruch da sitzt, dann spreche ich ihn mal so an. Hab dann einfach mal so den Chart von Siemens Energy aufgerufen und hab ihm den so gezeigt. Und dann kamen wir so ins Gespräch über den Chart. Und der Chart sieht wirklich böse aus. Da geht wirklich fies runter. Ist eine der schlechtesten DAX-Aktien in diesem Jahr mit minus 26%. Ist sogar die schlechteste. Und habe ich mit ihm halt so ein bisschen drüber diskutiert und gefragt, so, ey, woran liegt das, was passiert da und so weiter. Und dann hat er mir relativ offen erklärt, was da ist, wie das aussieht, auch die Problemfelder bei der Tochter Siemens Gamesa, die sind ja eine der führenden Anbieter für Windkraft und haben Probleme im Onshore-Bereich. Hat er auch wirklich, wie er das auch erklärt hat und so. Ich finde ja immer, das fand ich einfach eine ehrliche Art. Der hat das sehr sympathisch gemacht, hat auch erzählt, dass sein anderes Business, was er hat, er macht Gasturbinen in Berlin beispielsweise, werden die noch hergestellt und die werden halt als Übergangstechnologie gebraucht. Er meinte, Gasturbinen sind wesentlich umweltfreundlicher als jetzt, wenn man Kohle verbrennt. Und man merkte auch, dass er ein bisschen frustriert war, dass er beispielsweise aus einigen Indizes rausgefallen ist. Beispielsweise, wenn man die SRI-Indizes nimmt vom MSCI, da ist Siemens Energy nicht drin, obwohl es einer der führenden Anbieter von regenerativen Energien ist, weil er eben auch noch dieses andere Business hat. Das fand er nicht gerechtfertigt, dass man ihn dafür so macht, weil er meinte, besser so eine Übergangstechnologie als halt eine, die wesentlich mehr CO2 verbraucht. Und er hat mir auch selbst gesagt, dass er Aktien vom eigenen Unternehmen gekauft hat. Und ich fand das dann ein spannendes Gespräch. Ich habe mir dann selbst für 22,70 Euro
ein paar Aktien gekauft, weniger, also wirklich relativ wenig. Also jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie da reich werde, aber es hat mich einfach überzeugt. Und dann habe ich mir auch mal die Analystenschätzung angeguckt, geguckt, was da die Aussichten für das Unternehmen sind. Und er hat wirklich mir auch erzählt, wie er versucht, das zu managen, wie er versucht, die Fehler da auszumerzen, was in seiner Macht steht, was nicht in seiner Macht steht. Und wenn man sich die Analystenschätzung anguckt, sind die alle Kursziele jenseits von 30. Und das höchste Kursziel ist, glaube ich, von, jetzt muss ich mal hier gucken, ich glaube, von der Deutschen Bank ist das höchste Kursziel, und zwar 34. Das durchschnittliche ist bei 32, also 40% Kurspotenzial. Und klar, die Aktie ist natürlich auch nochmal unter die Räder gekommen, ist aber bei 22,79. Insofern bin ich 9 Cent im Plus. Und ich fand, das war eine spannende Aktie, und jeder, der mal eine Siemens-Aktie haben will, die in Berlin residiert. Das ist auch nett. Er hat es auch geschafft, dass er die Straßenbahn bis vor die Tür fährt. In Berlin wird extra ausgebaut für ihn. Also man merkt einfach, es ist ein sympathischer Kerl, der war einnehmend. Das hat mir gefallen. Und deswegen fand ich die Idee spannend. Auch die Aussichten, wenn du sagst, grün ist spannend, trotzdem auch Übergangstechnologie mit drin. Das ist auch on track, sagt er. Und für Leute, die jetzt nicht Probleme haben, dass da auch noch fossiles Business mit drin ist, das muss man dazu sagen, aber das Hauptbusiness und die Hauptfantasie sind natürlich im anderen Business drin, würde ich sagen, ist es mal eine Idee, und deswegen ist es mein Bulle der Woche, Siemens Energy und Herr Bruch. Und, ja, ich fand den auch super spannend, also im Interview. Und ich meine, er hat ja auch von einem Projekt erzählt, mir im Interview auch, was sie mit Porsche zusammen machen für synthetische Kraftstoffe. Bin ich ja kein so großer Fan davon, wie wir schon öfter diskutiert haben. Von synthetischen Kraftstoffen, echt? Machen sie in Chile ein Windkraftprojekt, wo sie eben mit Porsche zusammen, Porsche hat ja das Ziel, irgendwie seinen 911er nochmal mit synthetischen Kraftstoffen zu retten, und wo sie da Windkraftanlagen aufbauen in Chile, halt in der Landschaft, wo sonst eigentlich auch wo sie keine Konkurrenz für andere sind und die anderen die erneuerbaren Energien wegnehmen, da versuchen dann Wasserstoff herzustellen und daraus synthetische Kraftstoffe zu machen aus Windstrom. Und das sind momentan noch Herstellungskosten von 10 Euro pro Liter, ja, also weit weg von Wettbewerbsfähigkeit. Sie rechnen aber damit, dass sie da irgendwie auf 2 Euro kommen für synthetische Kraftstoffe. Ich glaube nach wie vor nicht, dass also synthetische Kraftstoffe eine große Lösung sind, aber sicherlich für ältere Autos, für Bestandsflotten, die da sind, bevor man die verschrottet, ist es natürlich besser. Siehst die du? Klimaneutral. Ja, aber deswegen bin ich trotzdem für einen Verbrenner. Wenn du ein Verbrennerverbot machst, würde aber keiner mehr an diesen Dingern forschen, weil es sich überhaupt nicht mehr lohnen würde. Naja, richtig? Dann kannst du es immer noch das für hat der Laschet nein, sehr aber gut erkannt für den Flugverkehr auch. Und so weiter und für Langstreckensachen, ja, aber da. Es wird, wenn du ein Verbrennerverbot nein. hast, wird nie aber jemand kannst, mehr nein, forschen aber dafür, kannst, richtig. Nee. Und wenn nicht nach die Diskussion nochmal. Ich bin dafür, dass man Verbrennerverbot heißt ja immer Verbot von Verkauf von Verbrennern ab 2030. Ja, nicht ein generelles Verbrennerverbot, habe ich das letzte Mal übrigens bei der, immer, man sagt ja immer so schnell Verbrennerverbot, also keine Panik, die alten Flotten, da will ja keiner, dass die verboten werden ab 2030. Ja, aber die müssen ja aber auch besser aber du musst ja fahren. Irgendwann die anzählen. Siehst du, aber die müssen ja besser fahren, und deswegen ist es besser, wenn du das offen hältst und damit auch Leute forschen und gucken, wie man vielleicht doch, die alten Kisten ja, noch. Aber du kannst doch nicht die Verbrenner ewig am Laufen halten. Nein, aber wenn so du sie mit besserem Kraftstoff speist, und mir hat zum Beispiel jemand jetzt auch eine Studie zugeschickt von Wasserstoff, der wird irgendwann wettbewerbsfähig, weil da einfach immer mehr Leute dran forschen und weil es einfach eine kluge, das kann eine Technologie sein, die natürlich nie so billig ist wie andere, aber ja, wenn du machen es machen wir halt nochmal an anderer Stelle, aber ich wollte jetzt bloß nochmal ergänzen, dass die so ein Projekt auch haben, und für alle Freunde, die daran glauben, ist das sicherlich eine spannende Sache, und da ist eben Siemens Gamesa und Siemens Energy sind da mit dabei und mit vorne dabei. Was würdest du lieber haben, Siemens Gamesa oder Siemens? Ich würde dann den Pure Play Siemens Gamesa, den Turnaround Story nehmen, und die passen ja jetzt auch ihre Preise an und sagen, die haben ja ein Gutteil des Problems war ja, dass sie immer Festpreise zu Festpreisen ihre Anlagen verkauft haben und jetzt natürlich die Rohstoffkosten explodiert sind, ja, und sie halt plötzlich dadurch in die Verlustzone gekommen sind, und jetzt sind sie natürlich nicht mehr so dumm, sie machen halt einfach flexible Preise und sagen halt dann, okay, wenn die Rohstoffe steigen, müssen wir auch unsere Preise anpassen, weil das sind ja auch diese langen Produktzyklen und Planungszyklen und so weiter. Wie wirst du da vernünftig kalkulieren? Ich glaube, das
kann man in den Griff kriegen und zusammen mit dem, wie gesagt, vor allem Onshore-Windkraftausbau, glaube ich auch, dass da Siemens Gamesa eine gute Wette ist. Die sind ja im Offshore-Bereich auch tätig und da sogar auch erfolgreich. Die Probleme haben sie hauptsächlich eben an Land und wird jetzt natürlich immer Nordex bevorzugen, weil das nochmal die gehebeltere Wette ist, ja, in dem Bereich. Aber ich glaube, Siemens Gamesa und Siemens Energy finde ich schon auch spannend grundsätzlich, ja. Mhm. Und ja, schön, dass es sowas im DAX gibt und ist auf jeden Fall ja eine wunderbare. Und jetzt haben wir ja Siemens Healthineers auch noch im DAX, ja, seit Montag. Wo haben die ihren Sitz? Die sind, glaube ich, sind die in Erlangen? Vielleicht sogar in Erlangen, in meinem fränkischen Erlangen. Oder sie sind auch in München bei Erlangen. Gab es mir so ein Lied, Neue Deutsche Welle? Ja, genau. Ja. Gibt so viel. Gibt's in so viel Erlangen, zu sehen? Bei Nürnberg-Fürth, gell? Ich guck mal, wo ja eigentlich ja auch Siemens einen großen Sitz hat. Und also wir haben hier einen Sitz in Erlangen, du hast recht. Der Defner ist ja richtig. DAX-Konzern aus Erlangen. Der kennt sich aus. Hör doch mal, die Franken kommen hier. Ich schon, die Bayern sind jetzt die mit den meisten DAX-Konzernen. Ja, aber ja, und die Franken, Erlangen ist ja dann quasi der erste DAX-Konzern aus. Also zeitlang hatten wir ja mal Schaeffler, aber die sind ja dann auch schnell wieder abgestiegen. Was habt ihr nicht noch? Was haben wir noch? Ja, gibt es noch was? Was fällt mir denn ein? Ist das Ding jetzt nicht? Ist die Adidas ist nicht? Hat so ein Doch, Adidas. Nicht? Ach Gott, Alter, das ist natürlich, doch, das Adidas habe ich direkt vergessen. Ja, ja, das ist doch auch da in die Ecke. Mittelfränkisch, das Mittelfranken. Ja, man muss Gott für alles danken, auch für Mittelfranken. Ja. Und der Puma? Und der Boomer. Der Boomer ist ja auch aufgestiegen. Ja, Alter. Hör ich ja mal, der Boomer und der Adidas. Hör ich, das ist ja brummt. Ja, habe ich noch meine gar nicht Damen so wahrgenommen. Hören, wie sich ein Franke freut, dass er jetzt ganz viele Unternehmen im DAX hat. Wir sollten einen Franken-Index machen, hör ich. Ja. Machen wir mal, ja? Franken gegen Ostdeutschland. Was haben wir denn da? Hast du irgendwas zu bieten hier aus Leipzig? Vita 24. Gibt es nicht Vita 24? Die machen so Nabelschnurblut. Da kannst Vita du, 24? Die machen so Nabelschnurblut, genau, das wird dann irgendwie in den Kühlschrank gelegt. Und wenn du irgendwann mal an irgendeiner bösen Krankheit leidest, dann wird das Nabelschnurblut dir wieder injiziert und du wirst gesund. Zumindest das Geschäftsmodell. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Hatte ich auch mal zeitweise. Aber das Nabelschnurblut? Nein, die Aktie hat. So, kommen wir zu unserem Thema. Wir wollten ja ein bisschen über Politik. Wir haben schon über Politik geredet. Also wer sich jetzt aufregt, wir werden es sicherlich nur noch 10 Minuten hier machen. So lange wollen wir auch nicht Menschen auf die Folter spannen noch. Aber wir dachten, wir wollten auf jeden Fall unsere Wahlprognose. So sieht's aus. Die große Defner und Chapitz Wahlprognose, ja. Und bitte nicht meckern, dass wir nur 10 Minuten über das Thema geredet haben. Wir haben am Anfang über das Thema geredet. Das muss man alles nochmal bitte hier festhalten. Ja, genau. Ja. Und es gibt ja viele Themen. Was schreibt man denn eigentlich drauf heute? Das werden wir dann nochmal schauen. Also genau. Nein. Aber wir wollten schon nochmal, wie gesagt, es ist einfach eine Richtungswahl und nach 16 Jahren Merkel und steht wirklich eine große Weichenstellung davor. Das ist das erste Mal, dass kein Sitting President wieder gewählt werden kann. Das erste Mal, das wird ganz neu. Genau. Es gibt keiner, der wiedergewählt wird. Und alle unsere jungen Hörer, die können sich wahrscheinlich gar nicht erinnern, dass es mal Kanzler in Deutschland gab und keine Kanzlerin, was auch immer. Und wie gesagt, wir stehen am Ende einer goldenen Ära, wie es Christian Sewing in seiner Rede gesagt hat. Und jetzt geht es dann um entscheidende. Christian Sewing, um das festzustellen. Es geht um entscheidende, ja, das hat der Chapitz auch schon gesagt. Aber wie gesagt, die kann man sich auch nochmal durchlesen, diese Rede finde ich sehr interessant. Es geht um entscheidende Weichenstellungen, ganz kurz. Und deswegen ist das auch eben für die Wirtschaft, für die Börse wichtig, wie auch schon angedeutet, dass wir hier unserer Meinung nach richtigen Weichenstellungen treffen. Ich wollte ganz kurz nochmal ein Ökonomen-Panel zitieren vom IFO-Institut. Die haben nämlich die Ökonomen befragt in Deutschland nach ihren Einschätzungen, wie ein möglicher Wahlausgang sozusagen ökonomisch sich auswirken würde. Und da sagen halt die sehen schwarz für rot, also für ein wirkliches Linksbündnis, was ja einfach nach wie vor da möglich ist, aus SPD, Grünen und Linken, fürchten 83% der Ökonomen, die befragt wurden, dass es dann das niedrigste Wirtschaftswachstum geben würde für diese Konstellation. Also für diese Konstellation erwarten sie das niedrigste Wirtschaftswachstum, 83% sagen das. Gleichzeitig erwarten sie für diese Konstellation rot-grün-rot die höchste Arbeitslosenquote und zwar auch mit einem Stimmenanteil von wo habe ich denn hier die Zahl? Früher hat der Defner immer ausgedruckt und sich das mit so einem Marker gemacht. Nein, es sind auch knapp 80. Im Rechner kann man das nicht mehr knapp mit dem Marker 80% machen. Doch, man kann auch gelb markieren. Kannst aber du das mit dem Rechner? Ja, habe ich hier mal, unterstreiche ich immer hier mit.
mit unterstreichen. Was sonst komme ich ja bitte heute. Also wenn man das sehen würde, der Teller ist richtig. Alles ja, ja. Das ist seine Ordnung. Ja, ja. Unser Englischlehrer sagte immer, oh, you did it with colors. Wenn man so beim Referat das schön unterstrichen hatte, dann kann man auch, ja, oh, so very interesting. Ja. Man könnte auch nur das aufschreiben, was man will und müsste dann nichts markieren mehr. Nee, mein Kumpel, mein Nebensitzer, ja, der ist heute Chanel-Chef von Europa, ja. Der saß neben mir. Wir haben das gleiche Abi gemacht. Der ist Chanel. Der, aus dem ist was geworden, ja. Und der hat immer schön gemarkiert. Bei seinen Referaten hat er immer wirklich, der war der beste Markierer. Ja? Drei verschiedenen Farben. Und du meinst, das wäre eine Erfolgsmaßnahme? Ja? So, wer gut Europa markiert, hat schon, von, ja? fast den Chefschein in der Tasche. Hat schon fast den Chefschein. Ja. So, also, den Chefschein. Ja? Gut, okay. Und auf der anderen Seite, die Frage wurde auch noch mal andersrum gestellt. Wofür, in welcher Konstellation erwarten Sie das höchste Wirtschaftswachstum? Da ist dann schwarz-gelb vorne, allerdings eine unrealistische Konstellation, das ist ganz klar. Aber ganz interessant, dahinter nach schwarz-gelb folgen dann, also schwarz-gelb würde 44% kriegen von den Ökonomen, das höchste Wirtschaftswachstum. Danach folgen aber dann gleich auf Jamaika und eine Ampelvariante, also Union, Grüne, FDP oder SPD, Grüne, FDP, würden so von den Ökonomen das Glaubst gleiche. Das und jeweils 18% sagen die Ökonomen da, dass soll ich dir sagen, bei diesen Konstellationen das gleiche Wirtschaftswachstum, das höchste Wirtschaftswachstum erreicht wird. Das, soll ich dir was sagen? Ja, da glaube ich nicht dran, weil nämlich unter einer rote, das ist, wenn du rote, wenn die Roten dran kämen, würdest du so viele Schulden machen, da würde ja für jeden Scheiß irgendwas ausgegeben und dann würdest du viel mehr Wachstum machen. Du würdest natürlich langfristig kein Potenzialwachstum machen. Das ist eine andere Geschichte. Aber wo du kurzfristig das meiste Wachstum, und wenn du nämlich mal so eine Goldman Sachs-Studie, die haben auch mal geguckt, wer hat das meiste Wachstum, und dann siehst du, das meiste Wachstum wird unter einer linken Regierung gemacht und nicht unter einer FDP-Regierung. Die werden natürlich Reformen machen, Reformen tun weh, das wird am Anfang weniger Wachstum machen, da hast du langfristig mehr Gewinn. Aber wenn du kurzfristig sagst, ich will die nächsten 2 Jahre hier mal nochmal Kamelle machen, ja, dann ist links kurzfristig besser. Kurzfristig befeuerst du natürlich nochmal. So mal ist es. Ja, gut. So, das waren also die Ökonomenmeinungen. Ja. Ja. Und kommen wir mal zu unseren Schätzungen. Ja. Es wird jetzt nun wirklich spannend, was kommt denn da raus? Und wir wollten heute da mal eine Wette machen und sagen, okay, was glauben wir? Die letzten Umfragen sehen ja so aus, dass die Union wieder ein bisschen aufholt. Ja. Also dieser ganz große Vorsprung der SPD, die wieder ein bisschen kleiner dahin schrumpft. Jetzt ist die große Frage, zum Beispiel, schafft es die Union überhaupt noch aufzuholen oder zu überholen, die SPD? Mhm. Und welche Konstellationen sind dann möglich? So, wir haben getrennt, unabhängig voneinander, haben wir aufgeschrieben. Ja, verglichen auch nochmal mit den letzten Umfragen, die es so gab. Und jetzt wollen wir mal hören, was wir so aufgeschrieben haben. Also fangen wir an mit der Union. Ne? Also die letzten Umfragen lauten bei INSA vom 20. 22% für die Union und Forsa am 21. also heute. Ist heute der 21.09. Auch 22% für die Union. Und? Ich habe aufgeschrieben 23%. Ich glaube, dass da noch ein bisschen was geht für die Union und glaube, dass doch mehr bürgerliche Wähler auch jetzt nochmal mobilisiert werden und nochmal den Ernst der Lage angesichts auch der Bedrohung, sage ich mal, durch Rot-Rot-Grün. Das ist ja wirklich ein Prozentpunkt. Ja, aber. Mobilisierung. Ja, Mobilisierung. Das ist doch viel zu wenig Mobilisierung. Ich sage 1%, 23%. Okay. Was sagst du? Ich habe ja diese Forsa-Umfrage. Ich habe ja mein bester Kumpel arbeitet ja bei Forsa als Geschäftsführer und ich dachte mir, jetzt muss ich doch mal die Originalzahl irgendwie kriegen. Es ist immer die Idee, dass die ja immer so Rohdaten machen und dann wird gewichtet. Und der Güllner, das ist ja der große geistige Vater von Forsa. Und dann habe ich ihn heute gefragt, gesagt, komm, gib mir mal die Zahlen. Und dann hat er mir einfach den Link zu dieser Wahlrecht-Dingens gemacht, gesagt, nimm dir einfach die und wollte mir auch keine sagen. Und dann habe ich mir einfach jetzt selbst was zusammengestümpert. Die wissen es selbst nicht genau. Also man merkte, was ist so. Ja, gut, also die Forsa-Zahlen habe ich dir ja vorher gezeigt. Ja, aber gezeigt. Die Forsa-Zahlen ist ja genau. Aber die waren auch sich nicht so sicher, was jetzt da ja, wirklich gut, rauskommt. Sicher ist sich keiner, das ist doch klar. Und dann habe ich gesagt, gib mir mal Zahlen und dann hat er mir einen Link gegeben, wo gewürfelt wurde. Und jetzt habe ich gewürfelt und ich bin rausgekommen, Union 24. Was, du hast gewürfelt? Du hast Nein, ich habe mir meinen Kopf gewürfelt. Du hast dir was überlegt. Ja, 24. Nicht so, dass du gewürfelt hast. 24. Okay, du hast 24 aufgeschrieben, ja? Okay. Ist doch gut. Ja. Also 1% mehr. Jetzt ist natürlich jetzt darf 1% mehr, ja. Genau. Wir müssen ja korrekt bleiben, weil viele tun das ja nicht. Ja, wenn ich ja am Sonntag dann wieder die Wahl. Und das hat auch der Güllner bei Steingart geschrieben heute Morgen, dass er halt glaubt, dass viele CDU-Wähler noch irgendwie so ein Problem haben, den Hobbit zu wählen.
Aber vielleicht, wenn dann irgendwie, wenn du an der Urne stehst und denkst, da ist das rote Gespenst, dann ja, kannst du vielleicht ich glaube, da die Bedrohung, das ist natürlich, haben sie ja auch schön herausgearbeitet. Aber der Laschet ist nicht so schlecht. Ich sag's euch nochmal, der hat in Nordrhein-Westfalen, so schlecht ist das Bundesland nicht gemanagt. Und wir haben den hier auch beim Weltwirtschaftsgericht gesehen, er kommt ein bisschen komisch rüber und guckt ein bisschen komisch und wackelt komisch. Ja, stimmt, wirkt nicht so staatsmännisch, aber der Typ hat eine Inhaltskenntnis gehabt, das war wirklich faszinierend. Der weiß, was den Leuten, wo der Schuh drückt und weiß und macht nicht nur Stanzenantworten wie der Scholz. Das wollte ich nur mal kurz dazu sagen. Ja, also, das, der weiß schon viel. Und vielleicht ist er immer wieder ein Überraschungssieger gewesen, auch in den anderen Comeback. Er ist ja schon mal angetreten. Nein, aber auch wie er sich hier natürlich hier sowohl beim CDU-Parteivorsitz und dann auch in der Kandidatur gegen Söder durchgesetzt hat. Der hat auch mal in seinem eigenen Land mal angetreten und ist auch nicht gewählt worden. Also der hat auch schon eine Comeback-Fähigkeit im eigenen Land gezeigt. Also ich wäre trotzdem für Söder gewesen, aber unter Franken sowieso. Aber ich glaube, der wäre der stärkere Kandidat gewesen. Gut. Aber wie gesagt, haben wir auch schon oft erwähnt. Du darfst dann gleich jetzt nochmal deine SPD erwähnen. Weil das ist jetzt die Spannende. Wird jetzt die SPD bei dir stärker sein oder wird sie verlieren? Das ist die große Frage. In den Umfragen, ich sag's nochmal ganz kurz, ist 25% bei den beiden letzten Umfragen. Genau. Und ich würde auch denken, dass die Union nicht ganz schafft und habe einen Prozentpunkt vorne die SPD und habe 25 SPD. 25, wie die Umfragen. Genau. Ja. Ich habe auch die SPD noch 1% vor der Union bei 24%. Okay. Aber denke, dass sie die stärkste bisschen, Kraft. Dass sie ein bisschen nachgeben, weil dann sich vielleicht viele doch denken, naja gut, die haben sie ja schon. Aber die stärkste Kraft muss nicht den Kanzler stellen. Das muss man dazu genau, auch sagen. Das ist kein Jeder, der eine Mehrheit findet, um sich zum Kanzler wählen zu lassen, theoretisch kann sich auch die FDP zum Bundeskanzler wählen lassen. Ja? Kann auch du meinst den Lindner? Ja, dann kann der Lindner sagen, ihr kriegt alles, ich mache Bundeskanzler. Stimmt, und alle anderen Ministerien kriegt ihr. Das kennen die aus Thüringen schon, das Modell. Mit den Stimmen. Ja. Nicht freveln hier. Nein, das wollen wir nicht. Bundeskanzler. Zurück zum Ernst. Es ist eine ernste Lage. Kommen wir jetzt zu. Du bist jetzt mit Grün dran. Bin ich mit Grün dran? Du bist ja mit Annalena. Ich bin hast die gleichen Argumente. FCKW hat sie von dir. Also ich meine, sie hängt ja an den Lippen. Ja, natürlich. Nein, ich sage es, ich seit Monaten predige ich es hier, dass ich gerne in einer Erneuerungsregierung die FDP und die Grünen hätte. Ja, und so gerne hätte ich, dass die Grünen sagen, aber nicht mit den Linken gehe ich ins Bett. Aber das wollten sie einfach. Sie wollten sich da alles offen halten. Und natürlich sicherlich auch aus taktischen Gründen. Aber deswegen sind sie für mich einfach unwählbar, sorry. Aber ich fände es schon gut, wenn sie in der Regierung mit dabei wären, in welcher Konstellation, also nicht in welcher Konstellation, sondern nur in einer Mitte-Konstellation, oh Gottes Willen, in keinem Linksbündnis, nein, aber in einer Mitte-Konstellation, da gibt es ja zwei. Kommen Sie zur Zahl. Und deswegen gibt es, nicht deswegen, aber ich glaube auch, dass die Grünen haben sie auch gut verkauft, meiner Meinung nach, im Triell besser, als es die Befragungen gegeben haben. Das war zu belehrend, das war diese Stimme, die kann man schwer ertragen. Ja, jetzt kommen diese deine Vorurteile. Doch, es war nicht sympathisch. Nee, ich finde schon, dass die sympathisch ist. Hat immer so ein Lächeln auf den Lippen und doch. Nee, überhaupt nicht, also immer so gestrenger Blick. Ja, ich hätte auch lieber den Habeck gehabt und der Habeck war heute bei uns bei Weltfernsehen im Interview und war ja auch übrigens auch bei Anne Will danach nochmal, nach dem im ersten dann, der hatte mit dem Lindner, das sind ja neue Best Buddies hier, da hat ja Anne Will versucht, die irgendwie gegeneinander aufzuhetzen überhaupt und haben sie nicht, sich hier gleich verbrüdert hier. Ja, das sieht man schon, also das sieht man, die beiden werden in eine Koalition gehen, hoffentlich. Also 17% für die Grünen stehen bei mir auf dem Zettel, das ist wie bei Forza, Insa hat nur 15%. Du hast auch 17%. Ich habe auch 17. Das wird eine knappe Wette hier werden, ja? Ja, stimmt. Und wir haben ja beide auch ähnlich Union und SPD auseinander, insofern. Genau. Es werden dann die Abweichungen genommen. Also wir nehmen die Abweichungen und dann werden die Auswertung dann kumuliert, die Abweichung, und dann gucken wir, wer die höheren Abweichungen hat, und der hat verloren. Okay. So, die FDP. Das darf ich jetzt zuerst sagen. Ja, soll ich nochmal die allgemeinen? Ja, sag mal. Insa hat 12% bei der FDP, Forsa hat 11%. Da bin Forsa mit 11. Ich glaube, die FDP hat es halt irgendwie nie geschafft, dieses Unbedingte zu machen. Und ich würde vermuten, dass auf den letzten Metern viele, die nach FDP wählen würden, jetzt doch nochmal, damit du irgendwas Rotes verhinderst, von der FDP wieder zur Union zurückgehen. Und selbst bei uns im Haushalt, muss ich gestehen, meine Frau und ich überlegen, ob wir möglicherweise vielleicht den Hobbit wählen. Und einer oder so, weil du willst halt nicht, du willst dieses Rote nicht haben. Also, das ist das Problem.
Also, ja. Also ich habe jetzt mal sehr optimistisch für die FDP 14% getippt. Endlich mal was anderes, das ist gut. Ja, das mein, und ich glaube einfach, dass die FDP ist ja natürlich in den Umfragen auch immer eher unbeliebt und so weiter. Da gibt man vielleicht nicht sofort an, dass man FDP wählt. Ich glaube schon, dass die da noch ein bisschen mobilisieren können, dass die wirklich auch echt nichts falsch gemacht haben im Wahlkampf, muss man einfach so sagen. Und aber auch nichts richtig. Ja, sie haben nicht irgendwie mit einem großen Thema punkten können, wie damals gar nicht, mit Steuersenkungen bei Westerwelle. Ja, 18% war Ziel. Aber, nee, aber wer verteilen will, muss erwirtschaften. Das wäre einfach so ein Spruch gewesen. Irgendwas. Ja, aber das zieht nicht bei den Deutschen. Die wollen nur verteilen. Die wollen immer in Wellen von Blüm schon angefangen. Die Rente ist sicher. Ja, und einer, der dir verspricht, ja, ich kuschle dich ein in den Sozialstaat, deck dich zu, bis du keine Luft mehr kriegst. Ja, das wollen die Deutschen hören und anders kannst du einfach nicht punkten. Das ist einfach. Wir sind schon bei anderthalb Stunden, wir müssen uns mal ein bisschen beeilen. 14% für die FDP von mir. Ja? Oh, das ist mutig. Ja. Dann kommst du mit der Linken. Mit der Linken. Ja. Die Linke wird von mir angezählt. Also ich glaube, dass die Linke braucht kein Mensch. Ich glaube, aus dem linken Lager gehen dann viele auch zu den Grünen lieber oder zur SPD und dass die Linke nur 5% kriegt. In Umfragen ist sie von 6-6.5%. So wenig. Dann wackeln sie nämlich, dann kriegen sie vielleicht ein paar Direktkandidaten, kommen in den Bundestag. Ich bräuchte die Linke nicht im Bundestag. Meinst du, dann hast du so ein paar Berliner, so Gregor Gysi und drei Leute so versprengt im Bundestag? Aber ich bräuchte die gar nicht mehr im Bundestag. Haben noch nicht mal so eine Mehrheit, dass sie da irgendwie... Und ich finde, man sollte die genauso wenig nicht regierungsfähig Obwohl bei uns war Sarah Wagenknecht, die war beim Weltwirtschaftsgipfel und die war richtig gut. Die ist ja eigentlich eher AfD als Linke. Also die hat ja mit der Linken... Die ist doch nicht AfD. Naja, in vielen Punkten, Migrationsfrage und so weiter, da hat die mit der Linken überhaupt nichts zu tun. Also die aber ist warum ja ist sie so, denn AfD deshalb? Naja, die ist halt... eher so in die andere Richtung. Die hat halt populäre Sachen, populäre nur weil es ein paar Sachen gibt, die die AfD ich auch sagen, hat. Populäre, nein, aber ich sage, die hat eher teilweise die Auffassungen, die die AfD vertritt. Gut, wir müssen uns doch beeilen. Ja, stimmt. Ja, dann kommen wir zur AfD. Da habe ich einfach... Ich habe heute Morgen wieder den Ehemann Frau von Storch gesehen. Den sehe ich jetzt jeden Morgen. Egal, wenn ich aus dem Haus komme, kommt der immer auch. Der wohnt nämlich bei uns. Das hat mir das wieder verleidet den Tag. Und es ist 11. Ich habe 10% für die AfD. In den Umfragen ist sie bei 11%. Ja, da will ich jetzt auch nicht. Ich glaube, dass da auch noch ein paar vielleicht sagen, okay, dann doch eher eine bürgerliche Partei, die auch regieren kann. Keine Protestpartei und vielleicht Vernunft beim einen oder anderen einkehrt. Ja? So, sonstige habe ich noch 7%. Bei mir bleiben 6 übrig, wenn ich richtig gezählt habe. Und was wählst du jetzt? Das wolltest du auch sagen, das wäre jetzt die Wahlempfehlung vom Ich Deppern? Aber wähle die Freiheit. Ja. Gut, okay. Also ich habe es ja schon öfter gesagt, ich werde FDP wählen, dabei bin ich geblieben. Erst hat und Zweitstimme? Vielleicht mit der Zweitstimme will ich noch. Erststimme meinst du? Ja, mit Entschuldigung. Die Zweitstimme ist die wichtigste Stimme. Damit, mit der Zweitstimme. Weil bei der Erststimme hat natürlich ein FDP-Kandidat keine Chance, schon gar nicht im Berliner Osten. Da kann man da nochmal gucken. Prenzlberg. Dass man da einen aussichtsreicheren Kandidaten nimmt. Aber oder Kandidatin, Prinzip, bei dir hast du viele Frauen im Angebot. Ja. So, aber ansonsten ist es, habe schon oft gesagt, in vielen Punkten bin ich uneins mit der FDP. Ich wünschte mir eine ambitioniertere Klimapolitik von der FDP. Aber auch da haben wir von Johannes Vogel gelernt, dass natürlich die Idee mit dem Bepreisen durch Zertifikate vielleicht schon funktioniert. Und die brauchen auf jeden Fall eine moderne Partei, die für Digitalisierung, für Bildung steht. Beharren auf der Schuldenbremse, okay, bin ich nicht so bei Ihnen, aber da muss ich ja auch noch ein paar Punkte haben, die ich nur im Chapitz ausdiskutieren kann. Stimmt. Aber sonst gibt's als wirtschaftsfreundliche Partei, die auch eben bei Defner zumindest Steuererhöhungen verhindert, wahrscheinlich große Senkungen werden sie in keiner Konstellation durchsetzen können, aber wenigstens das Ganze verhindern und hoffentlich endlich mal mitregieren, ja, nicht wieder kneifen, es gibt viel zu tun, ja. Das wäre, und ansonsten muss es wieder entscheiden. Empfehlen würde ich hier nichts, sondern ihr könnt euch selber Gedanken machen, macht den Wahl-O-Mat. Und geht aber auf jeden Fall wählen. Das finde ich so wichtig. Es ist für diese Demokratie, also es ist so ein Vorrecht, dass wir das dürfen. Ja? In anderen Ländern dürfen sie es eben nicht. Ja? Wir haben das Vorrecht. Es sind Menschen jahrhundertelang auf die Straße gegangen, haben sich eingesetzt, sind ins Gefängnis dafür gegangen, sind dafür gestorben. Und wir haben dieses Vorrecht. Und dieses Vorrecht sollte man einfach wahrnehmen. Und wer nicht wählt, der muss 4 Jahre lang einfach den Mund halten. Der hat dann auch nichts mehr zu meckern. Das ist eine Demokratiepflicht, würde ich mal sagen. Finde ich auch. Da haben wir es. Da sind wir uns mal einig.
Ja, wir sind uns sehr einig gewesen. Haben wir gestritten? Ja, hast du noch eine Wahlempfehlung? Naja, ich habe ja eben schon gesagt, was so die, ob man taktisch wählt oder also ich bin auch so der liberale Heini und aber ich weiß nicht, vielleicht doch, ich weiß es noch nicht. Also entweder einer von beiden. Die Grünen. Nee, die Grünen. den Habeck würde ich, da würde ich wirklich, der ist, da kann ich mir das vorstellen. Aber das nächste Mal dann. Ja, vielleicht. Das nächste Mal. Wir haben ihn heute schon gefragt bei Weltfernsehen, ob er das nächste Mal denn Kandidat. Hat er noch weit von sich gewiesen. Ist ja auch noch weit hin, aber. Ich habe alles schon mal gewählt, bis auf AfD und bis auf Linke. Ich habe den Schröder mal gewählt, SPD, ich habe mal Grün gewählt und ich habe mal, hab mal FDP gewählt. Ja, bin eigentlich immer enttäuscht worden danach, das ist mein Problem. Es wird immer so sein, weil es nie reinrassig ein Wahlprogramm gibt, das durchgesetzt wird, aber das aber ist so eben wie das nicht Wesen wie der Demokratie. FDP 17% oder 18% hatten sie und dann kam so ein Scheiß bei raus. Das war sagen, wirklich, die Mövenpick-Steuer. Das war wirklich furchtbar, gut. Jetzt haben wir die Welt. Los dann mit der Westerwelle, aber gut. Jetzt haben wir die Welt umrundet. Aber jetzt haben wir die von. Welt umrundet. Ja. Noch eine Sache, morgen. Wird Home2Go seinen Börsengang haben. Oh. Das habe ich doch mal, warte mal, mein Bulle hier, der Speck, Klaus Hommels. Und ich werde morgen um 11.30 Uhr, gibt es nämlich so ein Brunch, und dann sitze ich da und werde mir mein verlorenes Geld da reinfressen. Ja. Wahnsinn. Dann sitze ich da beim Pressebrunch, fress mich voll. Und die, weiß ich nicht. Wieso hast du verkauft deinen Speck, oder was? Nee, ich habe den noch. Du hast den noch. Ich habe den noch. Der Klöckner geht in den Aufsichtsrat von der Bude und hat mir gesagt, ich soll das behalten. Der Pip, ja. Der geht in den Aufsichtsrat. Und dein Buddy. Ja, aber die Dinge ist es danach gefallen, 10%. Jetzt muss ich morgen die 10% mehr anfressen. Wie so ein Hamster werde ich das tun. Und werde dann guten so einen dicken Appetit. Rausgehen. So. Aber also wer auch dieser Idee damals von mir gefolgt ist, tut mir wirklich nochmal leid. Das ist, ja, das aber, kann ja noch werden. Jetzt lass ja halt erstmal an die Börse gehen. Ich werde sagen, wie das. Ich werde nächste Woche erzählen, wie viel fürs Branch noch übrig war. Und wenn der gut war, dann sieht es gut aus mit der Firma. Wenn das eher nicht so gut ist, dann ist das ein schlechtes Zeichen. Wir sind gespannt. Ja, also. So, bis dahin bleiben wir, sagen wir erstmal Tschüss. Und ciao. Und bleiben Bulle. Und Bär. Defner. Und Chapitz.